Okay, ich habe heute ein bisschen was Besonderes vor. Wir werden heute Colonel Sanders verführen und das Intro von diesem Spiel ist schon relativ intensiv. Ich habe es kurz getestet. Deshalb starten wir jetzt mit diesem tollen neuen Dance My Screen. Ich hoffe, das läuft jetzt. Also ich hoffe, er erkennt direkt jetzt die Aufnahme. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will diesen Anime sehen. Und ich will, dass Colonel Senpai hier mich bitte noticed. Ich hoffe nur, die Lautstärke war okay. Ich habe es schon ein bisschen runtergedreht. Aber ich glaube, wir gehen vielleicht noch ein Stück runter. Denke, das ist okay. Name. Das sieht komisch aus. Das Ding ist, dadurch, dass alles Caps ist, sieht es komisch aus. Und es sind natürlich wieder nur 15 Zeichen. Das ist natürlich dann Pain, wenn man einen Namen mit 16 Zeichen hat. Ja. Dann halt so. Oh, muss ich das jetzt alles übersetzen? Wir schlafen weich, okay. In unserer bescheidenen Studentenhütte. Die Welt ist friedlich und serene würde ich jetzt mit ruhig übersetzen. Du könntest für immer in diesem Moment bleiben. Oder wir könnten aufstehen. Unser erster Tag in der Kochschule. Okay, ja, da sollten wir wirklich nicht. Endet das Spiel einfach, wenn wir jetzt den. Das stört ein bisschen. Endet das Spiel jetzt einfach, wenn wir einfach im Bett schlafen und bleiben? Oder lässt uns das Spiel dann nicht? Also, ist das schon Game Over? Ich bin versucht, es auszuprobieren. Aber ich will nicht, dass es dann die ganze Zeit heißt: Oh, du bist zu spät gekommen. Ich will, dass Senpai mich noticed. Wer wird da sein? Was willst du kochen? Was soll ich anziehen? Ich muss das ernst nehmen. Zähne putzen, Haare kämmen. Ja, Deo verwenden. Nichts kann mich jetzt aufhalten. Ich nehme einen Keks mit, raus aus der Tür und in die Schule. What? Oh, eine sehr schöne Uni. Meine beste Freundin Miriam. Ich kenne sie zwar nicht, aber sie ist meine beste Freundin im ganzen Leben. Und sie erinnert mich an die eine aus Kill la Kill. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie sie hieß. Aber an irgendwen aus Kill la Kill erinnert sie mich. Sie ist die süßeste und seltsamste Person, die du je kennengelernt hast. Und du liebst sie dafür. Nein, nein, ich möchte, dass Colonel Sanders Senpai mich noticed. Die kann schön wegbleiben. Du aufgeregt. Ja, du bist aufgeregt, das ist schon mal toll. Ich habe mir heute Morgen Frühstück gemacht, aber als ich es gegessen habe, konnte ich keine Liebe in dem Essen schmecken. Was, wenn ich nichts kann? Soll ich sie jetzt voll runter machen? Oh, sie hat gerade voll den Nervenzusammenbruch. Sie war so nervös wegen ihres ersten Kusses, dass sie einen Zahn abgebrochen hat. Gehst du gerade fremd? Ich weiß nicht, ob eine Anime-Dating-Simulation zählt. Wenn das zählt, irgendeiner Weise ja.
Sollte ich sie aufbauen oder sollte ich das Thema wechseln? Chat, was sagt ihr? Weil ich will sie, das Ding ist, ich will sie eigentlich jetzt voll runter machen, damit sie nicht meinen Ambitionen, können es anders zu verführen, im Weg steht. Aber das ist leider keine Option. Und das Spiel versucht sie mir halt irgendwie als beste Freundin aufzudrücken. Aber vielleicht brauchen wir noch einen Wingman, also vielleicht doch eher aufbauen? Was ist mal kaum und das so zu reden, das kommt bei den Mädels immer gut an. Jetzt will ich ja nicht bei den Mädels punkten. Erinnerst du dich noch, letzten Monat, als wir diese Wahrsagerin getroffen haben und uns Karten haben lesen lassen? Die Frau mit der Maske, die mir in der Albträume gegeben hat? Ich hab versucht, das zu vergessen. Oh Gott, ich versuche hier gerade voll die Stimme zu machen. Ich weiß, sie hat komisch ausgesehen, aber sie war so süß. Und sie hat gesagt, dass du für große Dinge bestimmt warst. Was mir das Spiel schon wieder für Worte in den Mund legt. Ja, erinnerst du dich an die Karte mit dem toll aussehenden Turm? Ich kann nicht gut live übersetzen, das ist echt schlimm. Und die andere Karte ich komme gerade nicht auf Handsome. Mit dem gut aussehenden Typen in dem roten Anzug. Oh, sie ist immer noch fast am Heulen. Es gibt leider keine deutsche Fassung von dem Spiel. Also ich habe tatsächlich heute noch geguckt, ob ich mal Hatoful Boyfriend im Stream spielen will. Das stelle ich 100% auf Deutsch, wenn ich das mache, weil ich kann nicht die ganze Zeit live übersetzen. Vor allem, wenn ich dann noch Sachen machen will, wie Stimmen oder sowas. Aber hier gibt es halt wirklich nur Englisch, was ich ein bisschen komisch finde dafür, dass es offiziell von KFC ist. Okay, vielleicht wird irgendwann doch so. Und sie hat immer noch die Killer-Zöpfe hier. Ja, das stimmt. Kennst du, dass ich sie selber frisiert habe? Ja. So sehen sie auch aus. Du bist... Oh, wir werden... sehr unhöflich unterbrochen. Was? Wer kommt jetzt? Oh. Oh, unsere Rivalin. Sind wir alle weiblich? Kann das sein? Oder, also ich würde ja hoffen, dass es so geschrieben ist, dass unser Geschlecht nicht festgelegt ist, oder? Oder hat KFC einfach gesagt, dass Colonel Sanders heterosexuell ist und deswegen der Protagonist auf jeden Fall weiblich sein muss? Wobei, es gibt ja auch einen männlichen Rivalen. Also ist es, glaube ich, bewusst unklar gelassen. Ashley. Das ist einfach die kaputteste Schreibweise von Ashley, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon einige Namen gesehen, die dann im Kindergarten bewusst anders geschrieben wurden, als sie eigentlich geschrieben werden. Einfach damit es fancy und besonders ist. Hühnerbeinchen. Okay, sie haut mal komplett raus. Oh, und sie verteidigt mich, das ist irgendwie süß. Du kannst Ashley nicht ausstehen, selbst ihr Name ist nervig. Ich weiß, dass es eigentlich Ashley ist, aber sie musste zusätzliche Buchstaben hinzufügen, um sich besser zu fühlen. Das ist so accurate für viele Kita-Eltern. Wenn du sowas auf YouTube bringst, wird das Kanal definitiv weiter wachsen. Davon möchte ich versuchen, Highlights zusammen zu schneiden, falls es zu Highlights kommt. Wenn jemand weiß, wie perfekte... Was waren Shins nochmal? Ich glaube, die Unterbeine oder die Knöchel? Boah, wir machen ja einen auf total stark. Ashley's best friend, Van the Man. Hat aufgehört, sich im Spiegel zu betrachten. Seine Hosen sind so eng, dass du einfach... Was? His glutes? Da bin ich jetzt gerade echt befragt. Oh. Oh. Nicht ablenken lassen. Unser Ziel ist Colonel Sanders und nicht dieser Typ hier, dieser... Oh Gott, dieser Lidschatten. Das sieht irgendwie so falsch aus. Auf der einen Seite so total fancy angezogen und dann diese Goth-Lidschatten.
Das ganze Ding wird ein Highlight, da brauchst du nichts zu schneiden. Ich glaube schon. Ich meine, das wird ja nicht mal lang. Also ich glaube, das Spiel ist nur eine Stunde oder so. Deswegen habe ich extra noch Siebter eingeplant. Warst du noch nie sicher, was ihre Beziehung zueinander ist? Aber solange du kennst Ashley und Van sich so nah wie du und Miriam. Aber viel hinterhältiger. Du kannst nicht glauben, dass die Universität sich zulassen würde als Schüler. Ja, und die machen direkt natürlich, die nehmen das natürlich jetzt direkt hier. Ja, wir sollten eigentlich ja schon längst unsere Diplome haben. Oder uns als Professoren einstellen. Oh, wir müssen die richtig auseinandernehmen. Also, wenn das Spiel uns anbietet, irgendwas mit den beiden anzufangen, sagen wir nein. Wir müssen die richtig bloßstellen. Oh Gott, wer ist er? Während wir zur Tür gehen, sehen wir ein komisch aussehendes Kind, das sich... Was? Das sich gegen das Fenster direkt daneben stemmt? Weißt du nicht, wo die Tür ist? Ich glaube, es ist kaputt. Was? Du machst ganz einfach die Tür auf. Ich liebe... ja, aber... So weit sind wir noch nicht, okay? Mein Name ist Pop. Ich wurde nach meinem Pop benannt. Er ist alt. Das ist auch ein Schüler der Schule, denn er muss ja wirklich ein heftiger Koch sein. Und sein Namensschild sagt ganz klar Bob, aber er liest es anscheinend kopfüber. What? Aber hier ist kein Namensschild. Das Spiel lügt mich an. Soll ich jetzt die ganze Zeit die Tür aufhalten? Genau, beweg deinen Arsch. Das bin ich oder ist der irgendwie süß? Ja, schnapp ihn dir. Also, ich werde ihn dir nicht wegschnappen. Dafür ist er mir dann doch ein bisschen zu dümmlich. Zuckt beide mit den Schultern. Wir wissen nicht, wo wir uns hinsetzen sollen. Wir könnten uns ja neben unsere beste Freundin setzen. Müssen wir ihn kennen? Weil das Bild ist so detailliert. Ist das irgendwie der CEO von KFC oder was? Interessiert mich gerade wirklich. Vielleicht denke ich bei der Nachbearbeitung dran, das nachzuschauen. Ein komischer Hund nimmt seinen Platz am Podium ein. Was? Also den Hund haben wir, glaube ich, vorhin schon im Intro gesehen. Aber soll das jetzt heißen, der Hund ist unser Lehrer? Sprinkles. Hi, Donnie's Pablo, willkommen zum Stream. Oh Gott, der ist auch noch... Okay, das sieht einfach irgendwie so weird aus. Wie ist dieser unvernünftige, süße Welpe und warum ist er in unserer Kochklasse? Du musst Sprinkles sein. Was? Er ist auch noch der Hauptlehrer und CEO der ist der Schulleiter. Wäre er nicht der Schulleiter? Haben Universitäten nicht einen Schulleiter anstatt einem CEO? Pablo, du hast noch nicht so viel verpasst. Wir haben zwar unsere beiden Rivalen kennengelernt und direkt beschlossen, dass wir die bei der ersten Gelegenheit richtig bloßstellen werden. Und das ist unsere beste Freundin. Und das ist unser Lehrer. Sieht man den Cursor? Ja, man sieht den Cursor. Bitte nennt mich Professor Hund. Ich mag süß und klein und fluffig sein, aber ich erwarte immer noch Respekt. Okay. Ein süßer Hund ist unser Professor, das ist die beste Schule ever. Ja, ich würde auch auf eine Schule gehen, wo ich von Hunden unterrichtet werde. Nur eine Hundenase ist in der Lage, all die feinen Nuancen von feinem Essen aufzuspielen. Wir reden hier immer noch von KFC, okay? Wir reden hier immer noch von dem offiziellen KFC-Date-Spiel. Mein Lehrer ist so ein Hund. Es nur beginnt der Wind um uns herum. Was? Wind und Kirschblüten im Klassenraum. Das ist so Anime, ja. Es ist kalt, kann jemand das Fenster zumachen? Und dann marschiert er rein. Oh mein Gott, ich bin schon... Oh, ich werd ganz wuschig.
ist direkt in der Aura dieses neuen Schülers und seines beachtlichen Goatees. Was? Moment, ist Colonel Sanders jetzt... Ich dachte, er ist einer der Lehrer. Ich dachte, ihn sollen wir beeindrucken. Jetzt sag nicht, er ist einer der Schüler. Es ist... Mein Lieblingsschüler Harlem. Ich dachte, Lehrer sollen nicht offensichtlich machen, dass sie Lieblingsschüler haben und vor allem, dass ihr Lieblingsschüler eine Anime-Version vom KFC-Dude ist. Colonel Sanders unterbricht Sprinkles, Professor Hund, bevor er seinen Satz beenden kann. Bitte, nenn mich Colonel. Colonel Sanders. Oh Mann, das ist... Okay, ja, ich merke, das Spiel ist super. Was? Sweltering war doch, dass der Raum viel zu heiß ist, oder? Was? Ich komme gerade nicht drauf. Oh, mir läuft der Schweiß über die Augenbrauen. Du hast das Gefühl, dass jeder dich ansieht und das ist nicht ganz falsch. Ich dachte, alle gucken auf Colonel Sanders. Noch nie so viele Emotionen von Spinny gesehen. Ja, es kommt ja auch gerade alles, es passt einfach. Und das hier drüben muss Sweaty Sweats a lot sein. Boah. Ja, mach dich darüber, dass ich meinen Senpai gesehen habe und dass ich ein bisschen ins Schwitzen komme, okay? Ich sollte das Fenster wieder aufmachen, bevor ich schmelze. Das Spiel ist perfekt. Ja. Niemand spricht zu meinem Freund. Oh, Miriam verteidigt mich. Okay, jetzt bin ich froh, dass wir vorher nicht die Option hatten, sie runterzumachen. Ihr kennt beide meinen Namen. Wir waren im gleichen Kindergarten. Was? Hilfe. Ich fand meinen Rivalen im gleichen Kindergarten. Das finde ich jetzt schon nicht gut. Und wenn Spinny schwitzt, ist das nicht eklig. Es ist wunderschön. Seht euch dieses Schimmern. Okay, ja. Nein, keine Chance, Girl. Passiert nicht. Mach dich am Poprand oder so. Okay, warum kriegen wir hier eine Auswahl, wenn wir gar keine Auswahl haben? Ich hoffe ja, dass die Charaktere, an denen wir kein Interesse zeigen, vielleicht untereinander, also die beiden Rivalen dann untereinander und halt Miriam mit Pop, dass das halt nicht sich komplett alles um uns dreht. Es ist gut, dass du heute an Andeo gedacht hast. Dieser Klassenraum ist heiß. Oh je. Das waren zu viele Details. Ich weiß nicht, wie ich deine beste Freundin finde. Professor schreitet ein, um die Klasse zu beruhigen und ein paar Grundregeln zu setzen. Ja, willkommen auf der Akademie. Die Geburtsort von kulinarischen Legenden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Viele Herausforderungen erwarten dich. Es wird Tränen geben, es wird Blut geben und vielleicht ein kleines bisschen Essen. Ich meine, gut, die Tränen sind ja unausweichlich, spätestens wenn wir die Zwiebeln schneiden, oder? Und wenn alles fertig ist, wird es ein Battle geben. Sporks sind doch die Kombination aus Löffeln und Gabeln, ne? Also Spoon und Fork, das ist halt das Kofferwort. Und in der Kocharena kämpfen, da machen wir uns einfach ein Anime-Koch-Battle. Tue ich mir gerade gewissermaßen freiwillig Schule an. Wie gesagt, also als würden wir nicht alle freiwillig zur Schule gehen, wenn wir von süßen Hunden unterrichtet werden würden. Und dann kommt noch ein Schüler in den Klassenraum und unterbricht die Rede des Professors. Das ist aber unhöflich. Hau ab! Ich hoffe, tut mir leid, dass es zu spät kommt. Ich hoffe, es hatten alle einen guten Sommer. Ich vermisse wirklich... Okay, ja, Sprinkles ist jetzt schon mega angepisst. Du recht. Was will der Dude? Der ist nicht mal ordentlich gezeichnet. Zu spät zu kommen ist eine Sache, aber meinen Monolog zu unterbrechen. Du wirst gleich verwiesen. Bist du sicher, dass du hier richtig bist? Boah, er haut direkt raus. Okay, wir legen uns nicht mit dem Hund an. Ich bin gerade ein bisschen... Ich habe Angst zu fragen, aber ist der Hund ein Romanzenpartner oder bleiben wir bei den menschlichen Charakteren? Ganz ehrlich, wenn Mr. KFC ein Spieler wäre, wäre ich gern hingegangen. Oh je. Also wenn es der junge Anime... ja.
das wäre vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Wenn es der alte Typ ist, der auf dem KFC-Logo drauf ist, dann weiß ich nicht. Als Schüler wäre das seltsam. Kennst mich nicht wieder? Das ist mein drittes Jahr an dieser Schule. Alle sehen ihn an. Ja, an dich erinnert sich sowieso keiner. Keiner erinnert sich. Ich bin... Bist ja wie, wenn du noch ein Wort sagst. Okay, ja, der Hund ist richtig savage. Lass es eine Lehre sein, dass Unpünktlichkeit nicht akzeptiert wird. Selbst Clank hat es rechtzeitig hier geschafft, obwohl er durch die halbe Stadt auf seinen kleinen Rädern gerollt ist. Haben wir ihn? Was? Warte. Was? Der Ofen ist auch ein Charakter? Können wir den auch romancen? Ein alter Typ, der zu jungen Leuten an die Schule kommt. Ich wüsste da nichts, was schief ging. Klasse bricht in Gelächter aus. Lachen wir mit ihm oder über ihn? Als Plinkel zu uns kommt, hebt er die Nase und atmet einmal tief ein. Oh Gott. Meine Lebensmittelauswahl ist sehr lacking hier. Du brauchst definitiv mehr Multivitaminsaft und du musst besser auf dich achten. Oh, jetzt wird er total wholesome hier. Ich hatte noch nie einen sprechenden Hund als Lehrer, aber das bringt jetzt auch Ruf dafür, dass er schlau ist. Ist sehr schlau, aber sehr hart ist, ist gut bekannt. Du willst versuchen, dich bei ihm einzustellen, indem du etwas aus deiner Tasche gibst. Also ein Chicken Snack, Rubberball, also ein Gummiball oder Beef. Warum habe ich das Gefühl, dass alle drei Optionen nicht gut sind? Chat, was sollen wir nehmen? Also das Ding ist, zwei davon sind ja Essen. Ich habe das Gefühl, das könnten die beiden falschen Antworten sein. Und der Gummiball ist das, was nicht reinpasst. Kann das sein? Chicken by KFC? Because. Ja, hat einen kurzen Stand bei Corgi. Genau, Corgis haben, glaube ich, eine sehr kurze Route. Chicken Snack. Oh, ich bin zielgespalten. Haben wir genug Leute für eine Umfrage im Chat? Schreib mal bitte gerade Gummiball oder hier den Hühnersnack. Oder von mir auch das Beef-Ding, aber. Ich brauche gerade echt eine Entscheidungshilfe. Ich sehe zweimal Chicken. Hey, nicht zweimal die gleiche Person, bitte. Chicken. Ah, es ist schwer. Wir nehmen Chicken. Du greifst unter deine Schürze und, oh, es bringt jetzt noch große Augen. War es doch die richtige Antwort? Es ist ein... Oh, Chat, ihr seid großartig. Oh, es scheint auf jeden Fall neue Wettbewerber für den neuen besten Schüler zu geben. Der Furry-Professor. Okay, er verschlingt direkt den Snack und hinterlässt meine Hand mit Hundespeichel. Danke. Ich meine, ich dachte, wir kochen später. Ich hoffe, wir können uns die Hände waschen. Ich finde, dass du Milk inside a bag of milk inside a bag of milk spielen solltest. Das kostet so 80 Cent auf Stream. Was war das nochmal? Ich erinnere mich dunkel. Die anderen Schüler sehen in dich, eifersüchtig an, aber beachtest sie nicht. Wenn sie im Leben erst was erreichen wollten, hätten sie lernen sollten, dass man sich immer eine ganze Palette an Hundespielzeug und Hundesnacks mit sich beitragen sollte. Anime Visual Novel. Er ist schon irgendwie süß. Zwei Optionen bleiben. Oh. Oh nein, Colonel Sanders bietet uns den Platz neben ihn an. Das wäre unhöflich, ihn abzunehmen, aber
Aber die beste Freundin will auch. Das ist jetzt, ich will mich nicht entscheiden. Können wir nicht die Plätze irgendwie so tauschen, dass ich neben beiden sitze? Oh je. Ich will hier draufklicken, aber ich will sie nicht jetzt schon verprellen. Wir brauchen sie vielleicht noch. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, Miriam. Ich kann Colonel Sanders Senpai nicht widerstehen. Er scheint keine Bücher, Stifte oder Stifte mitgebracht zu haben. Okay, Pen und Pencil, würde ich halt beides mit Stifte übersetzen. Aber in seiner perfekten, aufrechten Position zeigt er eine Ernsthaftigkeit, die zeigt, dass er bereit ist, dass er lernen will. Oh, wow. Danke, dass du mir diesen Platz anbietest, Senpai. Ich habe nur zwei Regeln. Tu, was du kannst und tu es auf die beste Art und Weise, die du kannst. Das ist der einzige Weg, wie du je etwas das Gefühl haben wirst, etwas zu erreichen. Oh, er ist direkt mega wholesome hier. Er ist einfach direkt der Life-Coach. Perfekte Pose. Das ist so inspirierend. Ja. Ein bisschen off-topic, wenn du mich fragst, aber okay. Und dann macht der Professor eine Ankündigung. Oh, ein Quiz. Ein Quiz über mich. Nein, halt die Fresse. Niemand mag dich. Dieses wichtige und erstaunlich kurze Quiz wird dir zeigen, ob du bereit für ein Leben an dieser Schule bist. Messerscharf und Verstand noch schärfer. Hier kommt Frage Nummer 1. Wenn Zug A zu Punkt B reist und Zug B zu Punkt A, wie wichtig ist es, sich die Hände zu waschen, bevor man kocht? Sehr. Ich gucke auf dich, Pop. Ein Wald ist für einen Baum, was ein Huhn für Federn ist. Ich glaube, bei diesem Gang kann man sehr gemein die Werbungsbelohnung einsetzen. Ja gut, in der Zeit... Also wenn ich die Werbepause mache, geht es ja nicht weiter. Also ich gucke dann auf den Chat oder so. Was ist das effizienteste Essbesteck, das je geschaffen wurde? Eine komisch übergroße Gabel? Was war Tenderizer? Ein Fleischwolf? Spork. Wir haben vorhin gesagt Spork. Der Begriff ist vorhin gefallen. Ha! Ich hab aufgepasst. Imagine, dann kommt's KFC-Werbung. Ich bitte darum. Also, wenn jetzt nicht hier alle auf einmal bei KFC auf der Liste steht, beziehungsweise bei Twitch, dass ihr KFC-Werbung haben wollt, dann weiß ich auch nicht weiter. Welches Essen ist als Beste für ein gebrochenes Herz? Alles, was mit viel Liebe und nicht zu viel Salz gemacht wurde, Kamelfleisch oder ein Pfannkuchen, der aussieht wie ein dummes Gesicht. Gibt es überhaupt falsche Antworten bei diesen Fragen oder sind die alle irgendwie... Ich meine, bei da muss ich jetzt echt überlegen, ob es nicht vielleicht der Pfannkuchen war, aber... Ist Sprinkles ein guter Junge? Nein, ja. Er ist ein Rednerhund, der an der Kochschule unterrichtet. Er ist der beste Boy. Ja, er ist der beste Boy. Oh, wir machen uns hier... Perfect Score, 5 von 5. Wir sind der neue Lieblingsschüler dieses Hundes. Will ich mal hoffen. Dein Ernst, hast du geschummelt? Siehst auf, um zu sehen, dass Colonel Sanders deine mitgezählt hat. Er ist beeindruckt. Ja, wir haben ihn ich weiß, dass wir jetzt gerade erst getroffen haben, aber ich muss zugeben, ich finde, du hast ein wunderschönes Gehirn. Oh... Oh, Senpai. Oh, Spinny, du hast gerade paar Major Colonel Sanders Points mit dieser Performance gescored. Ich merk's. Er schweißt sich jetzt schon an und ich dachte, wir müssen erst irgendwie hier mit unserer Wing Girl da ein bisschen was reißen. Darf ich deine Aufmerksamkeit haben, Schüler? Ich habe eine wichtige Ankündigung zu machen. Ja, dass ich der neue Lieblingsschüler bin? Es ist Zeit fürs Mittagessen. Ja, bitte, es ist 20 nach 4. Und die Uhr beendet hier doch den Unterricht, oder? Oder macht das auch hier der Lehrer? Die Cafeteria ist so nett wie jedes Restaurant, das du hier gesehen hast. Macht Sinn, dass eine Schule, der es uns kochen geht, auch
das Essen sehr ernst nehmen würde. Oh, ich muss was trinken. Ich bin zu aktiv hier gerade. Moment. Ein leckerer Duft wabert durch den Raum und kitzelt das Ende deiner Nase. Das Wasser läuft dir im Mund zusammen. Oh je. Siehst du, das muss unser Mittagessen sein. Wenigstens ist sie nicht mad, dass wir sie einfach haben sitzen lassen und uns einfach direkt neben unseren Senpai gesetzt haben, der uns ja immerhin auch schon innerhalb der ersten 30 Minuten genoticed hat. Darf ich mal Aufmerksamkeit bitten? Was willst du schon wieder? Geht's ums Mittagessen? Ich will's hoffen. Nein, ich wollte mich nur entschuldigen für meine Unpünktlichkeit. Du wirst verstehen, ich war... Oh, hi! Colonel ist da. Ich hab jetzt wie lieber der nächste VTuber. Also, ich hoffe, dass das mit Hatoful Boyfriend, wenn ich das wirklich mache, auch so gut funktioniert. Das könnte echt lustig werden. Okay, und zerbricht einfach den Studenten hier, den keiner mag. Geht ums Mittagessen. Alle klatschen. Ja, wer klatscht denn da bitte auch nicht? Aber ich... Oh, alle haben ihn vergessen. Um das neue Semester zu ehren, habe ich etwas ganz besonders für alle vorbereitet. Oh. Dieser Geruch. Jetzt den Atem an, um zu sehen, was für Essen dieser mysteriöse Schüler geschaffen hat. Du hast gehört, dass er sehr talentiert ist, aber sind die Gerüchte wahr? Ist das hier? Einfach so ein kompletter Heimatschicken, Witz. Oh mein Gott. Sein Inhalt schimmert im Licht. Okay, ja, man merkt, wer das hier gemacht hat. Oh je. Das Aroma umklammert uns und wir fühlen uns warm und sicher. Oh, was Essen alles machen kann. Könnte es sein, das hat einen Eimer mit Hühnchen gefüllt. Was für ein besonderes Konzept. Okay, jetzt macht hier KFC aber wirklich Ego-Stroking. Dein Magen beginnt zu knurren, als wollte er sagen, hör auf nachzudenken und fang an zu essen. Seit Jahren arbeite ich an einem perfekten Rezept für das perfekte gebratene Huhn. Ist das eine Origin-Story? Soll das eine Origin-Story sein und wir dürfen ihn dann in der Zeit daten? Nach meiner Rechnung darf man nicht weniger als 11 Gewürze und Kräuter verwenden, um die perfekte Balance aus Geschmack zu erreichen. Ich meine, meine Live-Übersetzung ist so schrecklich. Da muss ich mir vielleicht auch für Stardew Valley nochmal überlegen, das Spiel auf Deutsch zu stellen, einfach weil ich da auch merke, dass ich immer die Dialoge überspringe. Beziehungsweise nicht die Mühe mache, sie zu übersetzen. Sieh sich um und bemerkt, dass jeder andere Schüler einen Stift und Papier rausgeholt hat und anfängt, sich so schnell wie es geht, Notizen zu machen. Aber das ist alles, was ich darüber sagen werde. Oh, er teast hier einfach. Oh, die beiden Rivalen. Wir wollen doch nicht dein dummes Geheimrezept, ne? Oh, jetzt geht's los. Können wir sie jetzt richtig bloßstellen? Sie legen sich mit Senpai an, das geht gar nicht. Schreib nur gerade mein Testament für den Fall, dass eine dieser Zutaten Gift ist. Er sieht sich nervös um zu sehen, ob irgendjemand über seinen kranken Burn hier lacht. Ich hoffe, niemand lacht. Wer lacht, kriegt eine Schelle. War es um zu sehen, ob Ashley irgendein Follow-up vorbereitet hat, aber sie entscheidet sich plötzlich für einen komplett anderen Ansatz. Und sie hat einfach nur gerade ihn. Ich schreibe einfach nur gerade mein Tagebuch. Was? Liebes Tagebuch, heute habe ich etwas Wunderschönes gerochen. Ich wusste in diesem Moment, dass nur die Hände eines wahren Gentlemans so gutes Hühnchen grillen können. Alle schmeißen sich jetzt an ihn ran. Das geht gar nicht. Haut ab, er gehört mir.
Du siehst ihre Körpersprache von bitter und bösartig zu süß und unschuldig wandelt, während sie sich Colonel Sanders annähert. Sie erkennt, dass er für Großes bestimmt ist und für eine Berühmtheit mit Kochskills wie diesen hier zu werden. Sie will ihn für sich. Können wir uns bitte mit ihr prügeln? Oh, bitte. Ja, bitte. Nur wenn du nichts willst, dann nehme ich sie halt. Er probiert ein Biss und seine Augen weiten sich. Sein Gesicht verzieht sich, er versucht die pure, oh mein Gott, die pure Ekstase zu verbergen und sich unbeeindruckt zu geben. Hilfe. Ganz ruhig, es gibt genug für alle. Bitte haut rein. Du nimmst ein Stück dieses gegrillten Hühnchens aus dem Eimer und versenkst deine Zähne in ihm. Es ist großartig. Das denke ich mir auch von meinem Senpai. Das Essen zu schmecken transportiert dich in eine andere Dimension. Jetzt geht's aber los hier. Allein mit deinen Geschmacksknospen schwebst du in der Leere. Was tun wir jetzt? Meditieren wir in diesem Moment und versuchen, jeden Geschmack zu identifizieren? Oder savor the moment. Ja, hier, wir schwimmen zum Licht. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Chat, was sollen wir tun? Kosten wir den Moment aus? Meditieren wir oder schwimmen wir zum Licht? Ich habe Angst, dass wenn wir zum Licht schwimmen, wir einfach ohnmächtig werden. Aber dann muss uns Colonel Sanders vielleicht Mund zu Mund beatmen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Schwimmt zum Licht. Noch jemand? Ich meine, ansonsten würde ich zu meditieren neigen. Schwimmt zum Licht. Irgendwo vor dir fordert sich ein helles Licht auf, zu ihm zu kommen. Der Geschmack ist so intensiv, dass du dich in ihm verlierst. Du kannst ihm nicht widerstehen. Du streckst die Hand zum Licht aus. Es nimmt deine Hand und zieht dich näher. Bis deine Fingerspitze sich mit dem Ende von allem verbindet. Was? Du bist für immer verloren im Land des gebratenen Huhns. Dein Verstand löst sich auf. Es gibt kein Zwini mehr. Es gibt nur noch Gewürze und Kräuter. Was? Ist das schlechte Ende? Mia versucht sich wieder zu überleben, aber sie kann es nicht. Was? Sind wir gerade ernsthaft? Hat uns gerade Senpais Essen einfach umgebracht? Oh mein Gott. Try again. Ich bin einfach gerade daran gestorben. Das spricht aber eigentlich nicht für KFC-Essen. Bap, bap, bap. Okay, einmal nochmal schnell durch. Okay, wir meditieren. Du lässt das Essen in deinem Mund ruhen und konzentrierst darauf und versuchst, jedes bisschen Geschmack daraus zu ziehen. Salz? Vielleicht. Pepper war... Ja. Ja, weil Pepper sind doch auf der einen Seite Paprika, aber auf der anderen Seite ist es doch auch... Geht's ja auch hier Chilischoten, ne? Ich glaube, damit kann auch beides gemeint sein. Oregano, Basilikum? Vielleicht, aber da ist noch etwas. Etwas Dunkles, etwas Würziges. Du gräbst dich tiefer. Noch tiefer, bis du es findest. Könntest. Er weiß es. Wie abenteuerlich, wie tapfer. Er weiß, wie man. Ich kann es nicht mal lesen. Ich habe zwar das Gefühl, da ist es weiß auf weiß. Und man kann ganz schemenhaft irgendwas erkennen, aber. Aber das Spiel sagt uns nicht, was wir entdeckt haben. Versuchst noch tiefer in den See des Geschmacks zu gehen, aber diese Enthüllung allein ist bereits mehr, als du verkraftest. Sag jetzt nicht, dass wir schon wieder sterben.
du löst dich aus deiner Trance und erkennst, dass diese Information eigentlich ein Geheimnis bleiben sollte und jetzt weißt du es aber trotzdem. Der Mantel der Verantwortung liegt jetzt auf deinen Schultern. Was? Während du dich umsiehst, erkennst du, dass jeder im Raum von dem Mittagessen komplett eingenommen ist. Niemand hat gemerkt, dass du durch Raum und Zeit gereist bist. Was? Während, nachdem du dein Essen probiert hast, versuchst du etwas One-on-One-Time mit Colonel Sanders zu kriegen. Colonel Sanders sieht dich immer noch mit weichem Blick an, während du auf dich auf ihn zugehst. Er beendet, was er tut und erlaubt dir, die Stille zu durchbrechen. Kann ich mit dir reden, Senpai? Alles für einen anderen Koch. Boah, die Live-Übersetzung muss ich echt üben. Was genau war das auf dem Hühnchen? Oh, falsche Frage. Wie tapfer, dass du kommst und fragst. Es ist eine Idee für eine neue Kombination von Gewürzen, die mir ein Vermögen einbringen und mein Vermächtnis für alle Zeit etablieren wird, während ich eine Kette von sehr erfolgreichen gegrillten Hühnerrestaurants eröffnen werde. Keine große Sache, es ist einfach so eine Origin-Story. Kann ich jetzt bei KFC essen gehen und die dann verklagen, wenn ich dadurch nicht durch Raum und Zeit reise? Aber ich meine, wir sind ja genau daraus gekommen. Du bist ja genau daraus gekommen, wo du gestartet bist. Du kannst ja nicht beweisen, dass du nicht ein paar Sekunden durch die Zeit gereist bist. Ich meine, Zeit ist ja relativ und so. Es sind ja nur du und ich, die hier reden. Ich kann ein Geheimnis bewahren. Ich glaube, ich habe ein paar eigene Geheimnisse, die ich bereit wäre zu tauschen. Was ist die Eile? Das Semester fängt doch gerade erst an. Wir haben noch ganze 2 weitere Tage, um einander kennenzulernen. Was ist das bitte für ein... Was? Wie nur 3 Tage? Definitiv nicht vor, es leicht auszugeben, aber es tut, schadet ja nicht, hartnäckig zu sein. Du weißt, was sie über Geheimnisse sagen, Colonel? Sollte Lernen nicht Spaß machen. Du hast nur mich, Das muss ich zugeben. Du weißt aber schon, dass du gerade einen Crush auf einen Kapitalist hast, oder? Es ist, weißt du, es ist Anime-Kapitalist hier. Da darf man einen Crush haben. Keine Szene, es sieht in beide Richtungen und sich zu sehen, dass ihr völlig allein seid. Und dann beugt er sich zu dir. Du fühlst seinen warmen Atem, während er dir zuflüstert. Nur eine Zutat, aber du darfst das niemandem verraten. Ich benutze Weiß. Es ist etwas, was mir meine Urgroßmutter beigebracht hat. Weiß! Wow! Ich hätte das nie erraten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo ich es herbekäme, wenn ich es suchen würde. Ja, Weiß ist einfach perfekt. Und Weiß ist definitiv nicht das Gewürz, das du zuvor geschmeckt hast. Also bist du jetzt 2 Zutaten näher am vollen Rezept. Aber das erzählst du nicht Colonel Sanders. Weiß, und du setzt es auf ein Abkürzungszeichen. Was soll ich denn sonst sagen? Ich kann halt schlecht die Lehre hier synchronisieren. Während du in dieser großen Enthüllung versinkst, merkst du, dass Colonel Sanders verschwunden ist. Während alle anderen immer noch in der Cafeteria sind, entscheidest du dich, nach ihm zu suchen. Die ganze Zeit, dass das Weiß ist, was nicht genannt werden darf. Kein Cursed Shit, bitte. Du findest Colonel Sanders draußen. Standing in the Quad? In the Quad? What? Oh, da bist du ja wieder. Howdy. Manchmal komme ich gerne raus und sehe mir die Schulgebäude an. Ich frage mich, wie meine Geschichte weitergehen wird, nachdem ich meinen Abschluss habe. Es klingt, als hättest du große Pläne. Du als Schwuler scheinst es zu mögen. Ach, ich glaube, das kann man auch als Hetero mögen. Hier gibt es, glaube ich, genug für alle Geschlechter und alle Orientierungen. Aber wenn ich so ein Spiel schon spiele, dann will ich halt auch die Hauptfigur hier romancen. Beziehungsweise habe ich auch noch niemanden gesehen, der annähernd rankommt. Ich kann also sagen, mein Größtes, ich werde meine, mein Mal, das klingt falsch. Ich werde eine Spur auf dieser Welt hinterlassen, darauf kannst du wetten.
das erste Mal richtig allein. Findest du, dass jetzt der perfekte Moment ist, um deine Persönlichkeit zu zeigen? Wie heißt das? Bescheiden, aber thoughtful, ja, also ja, ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort. Beeindruckt mit einer großen Idee. Eine zusätzliche Zutat, wirklich Dinge. Ich glaube, er mag Bescheidenheit. Es ist weiß, es wird nicht genannt und du scheinst es lecker zu finden. Kein Cursed Shit. Ich wollte nur sagen, dass ich dein Essen wirklich toll fand. Jetzt hast du seine Aufmerksamkeit. Der Geschmack war komplex, aber beruhigend. Das Zwischenspiel zwischen Salz und herzhaft und peppery? Was? Es war perfekt. Ich schätze das Kompliment, Spinny. Ich finde es einfach toll, wie mein Name die ganze Zeit groß geschrieben wird. Aber ich hatte gar nicht die Wahl. Ich musste es ja in All Caps eintippen. Salzig war es auch noch. Creative. Nicht vor den Kindern. Ich weiß, dass wir uns erst heute kennengelernt haben, aber ich fange an, das gleiche Gefühl über dich zu haben. Oh. Wir sollten wieder reingehen. Die nächste Stunde fängt gleich an. Du betrittst die riesige Kocharena, wo der Nachmittagsunterricht stattfinden wird. Jeder Schüler kriegt einen Ofen und alle Werkzeuge und Zutaten, die sie brauchen könnten. Oh, Miriam, ich hab dich schon fast vergessen. Oh nein, ich muss zeigen, was ich kann, was wenn ich total verkacke. Oh, da ist wieder unser Best Boy. Heute mit Partnern. Oh nein. Natürlich sieht Miriam zu dir, aber du kannst dich nicht kontrollieren und klammerst dich an Colonel Sanders. Oh nein, ich glaube, das wird sie nicht gut finden. Hey Colonel, wir sind diese Stunde gerne als Team, als Zweierteam. Du und ich, du, ich und du, falls das nicht klar war. Ne? Willst du mein Partner sein? Oh. Ohne dich als Partner ist Miriam schnell ganz allein. Zwei verschiedene Schüler. Lass mich raten. Pop und der andere Typ. Pop und Clank. Okay. Ach stimmt, ihn hatte ich ja schon ganz vergessen. Hallo, neuer Partner. Zwei potenzielle Partner. Es tut mir so leid, Gentleman, aber ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Scheint, als müsstest du... Aber wenigstens kriegt sie auch jemanden. Das ist schon mal nett. Also es wäre sonst ein bisschen uncool, wenn man für die Hälfte der Leute einfach seine beste Freundin vor den Bus schmeißen muss. Ich würde ja zu Pop tendieren. Ich meine, Clank sieht auch interessant aus, aber irgendwie... Sie hat ja schon Interesse an ihm gezeigt. Ich nehme Pop. Sorry, Clank, aber ich glaube, Miriam wird heute mit Pop arbeiten. Oh, und jetzt ist er traurig. Jetzt müssen wir ihn auch noch irgendwie verkuppeln. Weil sonst gibt das kein Happy End hier. Oh, Pop ist total happy jetzt. Ich bin ein Koch. Er hält eine Banane hoch und isst sie, ohne sie zu schälen. Was? Also ich weiß, dass es Leute gibt, die Bananen mit Schale essen, aber what? Wobei es ja anscheinend auch so ist, dass Deutsche als Einzige die Banane falsch rum öffnen. Weil man sie eigentlich unten, wo die meisten Deutschen sie aufmachen, eigentlich festhält und dann oben, also auf der anderen Seite aufmacht. Aber die Leute denken halt, Stängel kann man dran greifen und ne, dann umknicken. Es sieht komisch aus, aber Miriam ist zu nett, um angeekelt zu sein. Ich esse Bananen nicht nur ohne Schale. Gut, es kann halt nicht jeder Bananen mögen. Ich mag deinen Enthusiasmus, Pop. Ja, bitte, küsst euch endlich. Sie sieht dich an mit so einem Blick nach dem Motto, ernsthaft, der? Aber es ist zu spät, um dich jetzt umzuentscheiden.
Komm, hast du es nicht vorher noch gesagt, du findest ihn süß? Du kennst deine inneren Werte doch noch gar nicht. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns auf unseren eigenen Kochunterricht konzentrieren. Ein einfaches Gericht auswählen und Schritte aufteilen. Kein Koch ist eine Insel. Es brauchst zwei Feuersteine, um ein Feuer zu machen. Du verstehst. Ja, ich verstehe. Was schlagen wir vor? Steak Tartare? Fancy, man muss es nicht mal kochen. Ich glaube, das ist nicht so sein Ding. Oktopus. Nein, ich glaube, wir nehmen das Rezept unserer Großmutter, weil er hat ja auch etwas von seiner Großmutter übernommen. Das ist bestimmt das, was er hören will. Ich war schon mal etwas von einem Zuhause-Koch. Ich dachte, wir könnten etwas Warmes, Einladendes und Beruhigendes machen. Mit den Bananen macht man... Was? Nicht vor den Kindern. Vielleicht gestampfte Kartoffeln. Was ist Gravy? Ich weiß es tatsächlich nicht. Man verschenkt sie an Obdachlose. Noch gut gerettet. Ich könnte mir nicht eins ohne das andere vorstellen. Kann es denn, dass... Wirft ihr einen... Ich weiß gerade nicht, was Koi bedeutet. Wirft dir einen komischen Blick zu. Und dein ganzes Gesicht wird richtig rot. Verlegen schießt du schnell weg. Ich hol die Kartoffeln. Senpai. Nein, bitte, lass sie nicht sie holen. Die perfekten Zutaten zu wählen, ist eine Passion meinerseits. Bratensoße. Ah, okay, wusste ich nicht. Aber gut, dem Wort bin ich einfach auch noch nicht in dem Zusammenhang begegnet. Ich muss jetzt eher an Gravy Train denken. Scheint, als würden die Sachen hier ziemlich frisch werden. Hat da jemand einen Crush auf Colonel Sanders? Was willst du bitte? Wir sind nur Kochpartner. Hau ab und mach deinen eigenen Scheiß. Oh, sie macht sich auch an ihn ran. Das geht gar nicht. Das gibt Kloppe. Sanders Herz ist mein Business und du hältst besser deine Finger von meinem Mann fern. Oh. Oh, sag jetzt nicht ihr auch noch. Oh, warte, das gibt jetzt Stress zwischen den beiden. Oh nein, während ich hier drüben bin und Spinnys Träume zerschlage, sollst du da drüben eigentlich unsere Klassenarbeit erledigen. Das war der Deal, oder? Colonel Sanders kommt zurück mit Armen voller geschälter Kartoffeln. Er schmeißt das kochende Wasser und überlässt seine Aufmerksamkeit dir und deinen alten Freunden zu. Oh, dramatische Musik. Er geht jetzt voll ab, oder? Oh, howdy, Ashley. Van. Arbeiten wir jetzt als Quartett statt zweit? Echt nein, es sah aus, als würde Spinny Schwierigkeiten. Also haben wir mir angeboten, ihm zu helfen. Du weißt ja, wie es ist, diese jungen Amateure brauchen immer sehr viel Mentoring. Hau ab. Seid ihr nicht sowieso ein paar Klassen über uns? Müsstet ihr nicht eigentlich eine eigene Story haben? Also eine eigene Klasse haben? Nicht von den Kindern AfD, wenn sie homosexuelle Handlungen sieht. Ich wollte schon sagen können, Sanders, vielleicht könnte ich dir ja auch ein oder zwei Dinge über feines Essen beibringen. Vielleicht kommst du dann eines Tages auch an mein Level. Oh, er wird langsam angepisst. Sei nicht unhöflich. Ja, ihr zwei seid jetzt schon nicht mehr. Ich habe keine Zweifel an Colonel Sanders Fähigkeit, etwas Bewundernswertes zu erschaffen. Aber Colonel, wenn du mich fragst, mache ich mich vielleicht ein besserer Partner für dich als dieses Ding, das dich an deiner Station... Girl? Wann kriege ich die Option, die Fresse zu polieren? Spiel? Ich warte. Findest du nicht auch tief im Inneren, dass wir sich ergänzende Schatten werfen? Wir passen zusammen. Es passt einfach.
Nichts hieran ergibt Sinn, aber eins ist klar. Sie macht sich an den Colonel ran, wenn du nicht aufpasst. Du Arzt kommt von seinem Background. Turn to Colonel Sanders. Hunk of Hunk is your time of need. Oder ich glaube, Miriam haben wir schon ein bisschen zu sehr geprellt. Ich glaube, darauf können wir uns nicht verlassen. Ich bin hier, um zu lernen und mich über meine Kochkünste auszudrücken, nicht um mit Primadonnas zu streiten. Meine Sprüche darf ich nicht von den Kindern bringen. Meanwhile, Spinny, ich will Gewalt. Kinder sind Gewalt gewohnt, okay? Partner wurden am Anfang der Klasse gewählt, also respektieren wir das, okay? Du wendest dich Colonel Sanders zu bestätigen, dass ihr auf der gleichen Seite seid. Ich habe Colonel Sanders gewählt und Colonel Sanders hat mich gewählt, nicht wahr? Ein Geschäftsmann respektiert ihre Vereinbarung und von Verträgen bis zum Handschlag. Ich habe Spinny als meinen Partner für diese Aktivität genommen und darauf bleibe ich. Basierend auf dem Verhalten eures Teams würde ich sagen, ihr seid perfekt füreinander. Keiner von euch hat Spinnys natürliches Talent oder ihre Loyalität. Oh, jetzt teilt er richtig hart aus. Von Colonel Sanders verteidigt zu werden, füllt dich mit Stolz und voller Potenzial. Du suchst nach Sprinkles, nach in Hoffnung, dass er vielleicht einschreitet, aber er ist nirgendwo zu sehen. Immer diese süßen Corgis und ihre kleine, aber stabile Statur. Du siehst auf deine Kochstation und erkennst, dass in der Hitze des Moments deine Hände auf Autopilot gekocht haben. Abgelenkt von dem Drama hast du bereits die gekochten Kartoffeln in perfekt gestampft mit jeder Menge Butter und Creme für den Geschmack. Es ist, als würde deine natürliche Passion dich durch die Schritte führen, während deine Aufmerksamkeit ganz woanders war. Oh. Ich weiß genau, was ich tun muss. Colonel Sanders streckt seine Hand aus. Was? Gravy Boat, ach so eine weiße Porzellan-Bratenteller-Dings. Für die Soßenschüssel. Wie heißen die Dinger? Gibt's auch einen Fachbegriff für, wo die Soße reinkommt, die Bratensoße. Durch die eine weiche, brauner Bratensoße kommt. Oh, es ist perfekt geworden. Oma wäre stolz. Colonel Sanders hält hier einen Göffel hin. Ja, ist ja ein Göffel im Deutschen. Du streckst deine Hand aus und schnappst dir den Göffel, aber er lässt nicht sofort los. Ihr beide steht da und haltet den gleichen Göffel. Und für diesen kleinen Moment hört der gesamte Wahnsinn und der ganze Druck in dieser verrückten Welt auf. Oh je. Eure Blicke treffen sich. Dieser Moment ist elektrisch. Die Zeit steht still. Wenn du etwas liebst, dann lass es los. Zusammen stoßt ihr das Besteck in die gestampften Kartoffeln und hebt einen ganzen Göffel voll hoch. Während ihr Ashley mit einem finsteren Blick seht. Du weißt, dass sie gegen euch, dass sie etwas plant, um mit Colonel Sanders, Und dann, voller Wut und ohne nachzudenken. Wir schmeißen ihr das Zeug einfach direkt ins Gesicht. Oh. Aber sie hätten es doch hier drauf malen sollen. Nimmt sich einen Finger voll und wenn probiert, die tropfenden, gestampften Kartoffeln und die Bratensoße und erkennt, dass es wundervoll schmeckt. Erschreckt von dieser Enthüllung, zieht er sich zurück. Wird er hier in der Lage sein, etwas zu kochen, was so viel Liebe und Integrität enthält? Oh.
Oh, jetzt ist Sprinkles angepisst. Wir verschwenden hier kein Essen. Colonel Sanders, ich erwarte mehr von dir. Wenn du noch einmal etwas wirfst, seid ihr besser bereit, das von da zu essen, wo es landet. Das ist konsequent. Kann ich Kartoffeln im Gesicht haben? Was? Wann kommt rüber? Einfach auf einer Axt. What? Seht meine Spezialität. Gebratener Tentakel eines Oktopus mit seidiger Salzwassersoße. Was? Serviert auf einer Kampfaxt, die von meinen Vorfahren geschmiedet wurde. Er geht einfach voll ab. Du hast mich viel zu lange ignoriert. Das endet jetzt. Ich werde den ersten Bissen haben und ihr werdet alle mit Neid zusehen. Was? Warte, jetzt ist er dabei. Es ging gar nicht um ihn, es ist er noch dabei. Der berechnende Student stürzt sich auf Wanwan. Was? Das eskaliert aber gerade sehr. Irgendwas ist an diesem Gericht stimmt nicht. Das Oktopus könnte vielleicht zu schnell gewesen sein und deshalb könnte es giftig geworden sein. Ja, da meint ihr unbedingt jemand wieder mit giftigen Zutaten arbeiten zu müssen, ne? Ich sag nur Kugelfisch. Oh, zu spät. Er wurde gegessen. Was? Ich fühle mich nicht so gut. Sag jetzt nicht, er stirbt. Was? Was? Es hat ihn einfach getötet. Als du wieder auf den Teller siehst du, dass der Rest weg ist. Die Spitze des Tentakels wird gerade von Pops Mund aufgesaugt. Was? Ihn interessiert es einfach nicht. Schmeckt wie Gift. Er ist einfach immun gegen Gift. Das erklärt so einiges. Die gesamte Klasse hat sich versammelt, um Pops letzten Moment zu warten. Die Klassenglocke. Okay. Was? Es scheint, dass Pops Enthusiasmus dafür, alles Mögliche auszuprobieren, trotz der offensichtlichen Gefahren, ihn gegen alle möglichen Gifte immunisiert verschafft hat. Hilfe. Kannst du mal eben 15 Minuten pausieren? Ich weiß nicht, ob das Spiel noch 15 Minuten geht. Ich weiß nicht, ob die Professoren hier genug verdienen. Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade... Ja, hallo, ich bin hier gerade zu einem Geist geworden. Er sieht, dass du ja. Wie sage ich das jetzt? Ich bin etwas verwirrt von der ganzen Geschichte hier mit dem komischen Studenten und seinem Blödsinn. Und kann es sein, das kommt zu mir. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Bitte, lass mich dich nach Hause begleiten. Oh, Senpai. Senpai begleitet uns nach Hause. Red Alert. In der Nacht hat das Schulgebäude einen völlig anderen Vibe angenommen. Es ist dunkel und ein kleines bisschen gruselig. Colonel Sanders steht im Neonlicht und spricht sanft mit dir. Diese gestampften Kartoffeln, die du heute gemacht hast. Bevor du weitersprichst, will ich nur wissen, dass sie sind keine tolle Repräsentation meiner Fähigkeiten. Ich wusste nicht mehr, dass ich sie überhaupt mache. Sie waren großartig. Als ich sie probiert habe, hat es mich daran... Aber wir haben sie nicht probiert. Wir haben sie der einen Troller ins Gesicht geschmissen. Es hat mich daran erinnert, wieso ich so eine Leidenschaft fürs Kochen entwickelt habe. Könnte es denn das muss schlucken. Das Kochen ist offensichtlich sehr wichtig für ihn. Und auf eine Art und Weise, die du inspirierend findest. Jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, um ihm zu sagen, dass du Gefühle für ihn entwickelst. Das ist das, was ich dir sagen muss. Oh nein. Fuck off.
Sind diese Haare eigentlich eine Jojo-Referenz? Ich habe die Serie leider nicht gesehen. Ist das eine Jojo-Referenz? Ist das, was ich dir zuerst sagen muss? Oh nein. Weißt du, als ich ein kleiner Junge war, hatte ich einen Traum, dass ich eines Tages der größte Koch der ganzen Welt sein werde. Und jeden Tag habe ich seitdem hart daran gearbeitet, mir diesen Traum zu verwirklichen. Wir sollten alle unseren Träumen mit von unserem ganzen Herzen aus folgen, damit unsere Seelen ihnen die Wünsche erfüllen können, sie erfüllen können, wie eine Sternschnuppe Wünsche erfüllt. Ich bin hier der Ingenieurs. Sieht schon. Ja, ich wollte schon sagen, er sieht schon Jojo-mäßig aus und jetzt kriegt er hier die Saiyajin-Haare. Vergessen wir gerade, dass deine Kochkünste jemanden getötet haben? Das haben anscheinend alle vergessen. Du kannst das nicht beweisen. Ich habe es auch gesehen. Was war sein Name? Irgendwo in der Ferne hörst du ein langes, trauriges Seufzen. Ja. Vergiss ihn, wir haben über mich geredet. Ich bin der Held. Das Göffelmonster. Hier um einen Held. Was? Was? Kommt jetzt der große Anime-Bosskampf, der geteasert wurde? Okay, ich dachte schon, er hätte sich jetzt verwandelt. Ich glaube, ich habe die Kühlschranktür offen gelassen. Wie wagst du es, mich zu bedrohen, als ich gerade dabei war, mit einem anderen Koch auf einer emotionalen Ebene zu sprechen? Wir sollen große Angst vor ihm haben. Reimt er oder ist das nur ein Zufall? Aber bevor ihr weiter über die Syntax sprechen könnt, kommt eine rundenbasierte Kampfsequenz. Oh je. Angreifen oder verteidigen? Chat, was sagt ihr? Angreifen oder verteidigen? Angreifen. Scheint es dich anzugreifen. Welchen Angriff wirst du einsetzen? Kochen mit Liebe. Es macht einen Schaden. Mach den weg, den Kartoffelbrei. Der Angriff hat Spork-Monster wirklich wütend gemacht. Oh nein. Heiße Soße. Du nimmst einen Schaden. Spork-Monster wird das nicht vergessen. Göffelmonster einfach. Und... Was? Sie werden größer und einschüchternder. Wie wirst du entscheiden? Verteidigen? Macht das überhaupt einen Unterschied? Oh, er rettet uns. Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, was wir nehmen. Können es denn, das beschwört die Energie von 1000 Hühnern. What? Jetzt wird er voll Anime hier. Er ist einfach voll overleveled. 10 Damage. Du hast mich gerettet, Senpai. Gnade oder? Boah, wir müssen ihn verschonen, oder? Wir müssen ihn verschonen, oder? Damit er uns mag. Der beschwört die starken Zelda-Hühner. Ich glaube, wir müssen das Spork-Monster verschonen. Es muss Liebe kennenlernen. Ich wollte schon sagen, bei Undertale funktioniert das auch. Du schaffst es, deinen Ekel zu unterdrücken. Und lang genug, um zu erkennen, dass das auch immer noch ein Lebewesen mit einer reinen Seele hat, das unser Mitleid und nicht unseren Zorn verdient. Bin fort mit dir, Biesen, komm nicht wieder. Ein spezielles Item.
Im ersten Moment scheint es ein Kochbuch zu sein, aber bei näherer Betrachtung ist es so viel mehr. Es ist ein Buch mit Zaubersprüchen mit einem goldenen Huhn auf dem Cover. Was? Du öffnest den Einband und findest eine Bibliothekskarte im Inneren. Der letzte Name, der es ausgeliehen hat, ist Borko. Der Name scheint vertraut. Was? Dein Blut kocht, während du in der ruhigen Nacht stehst und dieses mysteriöse Buch in deiner Hand hältst. Fällt uns auch rum, beginnt schwarz zu werden, weil wir so müde sind. Das Bild von Colonel Sanders erscheint in deinen Augen, bevor du einschläfst. Oh! Er muss dich nach Hause gebracht haben. In deinem müden Zustand weiß ich nicht, ob du es ohne ihn geschafft hättest. Was für ein Typ. War das vorher schon da? Du willst ihm danken, aber du hast nicht die Kraft, um ein einziges Wort zu sagen. Du spürst, wie du zugedeckt wirst. Gute Nacht, mein Colonel. Oh, Senpai hat uns gerettet und nach Hause gebracht. In deinem Traum bist du zusammen mit Colonel Sanders. Aus irgendeinem Grund ist Trinkets auch da und gibt euch Anweisungen. Träume sind so seltsam. Sagt, dass KFC Anime Dating Simulationsspiel. Also so viel zum Thema, das soll nur eine Stunde dauern. Anscheinend, wahrscheinlich, wenn man durch den gesamten Dialog durchskippt. Tag 2. Oh je, ich glaube, das ist eine 3-Tages-Geschichte, oder? Liegst im Bett und starrst an die Decke. Denkst an das Geheimnis, das du gestern entdeckt hast. Du kannst wirklich nicht glauben, dass er Weiß benutzt hat. Und dann ist das die Geheimniszutat, die Sanders direkt verraten hat. Kein großes Geheimnis, oder? Vielleicht, weil er dir einfach schon so sehr vertraut. Es klappt. Aber ich habe das Gefühl, wir verkacken uns jetzt gerade mit unserer besten Freundin. Du triffst dich mit deinem Bestie vor der Schule. Ich meine, erster Tag und es ist nur ein Schüler gestorben. Bevor du ihr von deiner Begegnung mit dem Spork-Monster erzählen kannst, erzählst du dir eine ganz eigene Geschichte. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich mag Pop. Siehste, ich wusste doch, dass ich die beiden verkuppeln muss. Du magst ihn, also im Sinne von mögen? Ich weiß, es klingt, als würde es viel zu schnell gehen, aber es ist irgendwas an ihm. Ich mag ihn. Wir haben uns nach der Schule unterhalten. Der ist eigentlich total süß und auch total schlau. Bezweifle ich, daubt. Er hat mir all diese Geschichten über Colonel Sanders erzählt. Wusstest du, dass Colonel Sanders sich für die Armee gemeldet hat, als er nur 3 Jahre alt war? Was? Nicht nur das, er hat auch eine ganz eigene Gruppe Supersoldaten gegründet, die alle den gleichen Hut tragen, nur weil er selber mal einen Hut angezogen hat und dachte, es sieht cool aus. Werden das hier gerade Colonel Sanders Witze? Aber Colonel Sanders trägt gar keinen Hut. Er trägt eine Krawatte. Aber vielleicht wäre es am besten, wenn du es langsam angehst mit diesem neuen Jungen. So wie ich mit Colonel Sanders. Naja, also, ich weiß nicht, ob man das als langsam bezeichnen kann. Du und Colonel Sanders, der coolste Typ an der Schule, der berühmteste Schüler, der je diese Universität betreten hat. Ihr seid jetzt eine Sache. Okay, es wurde eine Werbepause eingelöst. Das muss ich mal eben einhalten. Ich werde in der Zeit nicht weitermachen, also ihr verpasst nichts, aber falls ihr irgendwie im Chat quatschen wollt oder so, also auch mit mir, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, ein Prime-Abo oder so zu nutzen, damit ihr keine Werbung habt. Keine Panik, falls ihr keine Werbung kriegt. Ihr werdet vielleicht auch nicht die kompletten 3 Minuten haben. Es läuft ab. Hallo? Klappt es? Jo, es läuft. Oh je, ich glaube, ich nutze mal die Gelegenheit, um was zu trinken. Das könnte ja anscheinend auch noch ein bisschen dauern. Ich dachte, in so einer Stunde hätten wir das durch.
Das ist tatsächlich das erste Mal, dass die Werbepause überhaupt eingelöst wird. Aber es ist jetzt solides Spiel. Ich würde sagen, ich hatte ein bisschen mehr auf. Das Ding ist, man liest gefühlt erstmal 10 Minuten, dann darf man vielleicht einmal eine Entscheidung treffen. Und wie gesagt, was mich ein bisschen zurückhält, ist, dass ich hier live übersetze, aber es gibt keine deutsche Fassung. Und ich will nicht euch komplett einfach nur lesen lassen, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen uncool. Ich bin mal gespannt, ob es. Vor allem dafür, dass es eigentlich ein kostenloses Parodiespiel für als KFC-Werbung ist, ist es eigentlich dann doch irgendwie. Das heißt aufwendig gemacht, aber es ist einfach so hirnrissig, dass es schon wieder gut ist. Und vor allem wird das hier wirklich einfach so eine Colonel Sanders Origin Story. Bekommt man Lust auf KFC? Ich glaube, ich habe noch nie bei KFC gegessen, ehrlich gesagt. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich bin tatsächlich echt mal gespannt, ob jetzt Creative Element jetzt irgendwie in 3 Minuten die Dusche hinter sich bringt. Also ich könnte das nicht. Noch 23 Sekunden Werbepause. Ist der Chicken? Wer hätte das gedacht? Ich find's gut. Ja. Könnte trotzdem ein bisschen Geld kosten. Ich muss irgendwann bestimmt mal hin und einfach mal probieren. Also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, noch nie gehabt. Die Werbepause müsste jetzt durch sein. Ich meine, falls es jemanden hier gibt, der tatsächlich Werbung hatte, könnt ihr mal sagen, für was ihr Werbung bekommen habt und ob es KFC-Werbung war. Wir haben definitiv eine Verbindung zueinander aufgebaut gestern. Ja, du bist großartig. Wieso würde er sich nicht für dich interessieren? Oh, sie nimmt es einfach überhaupt nicht ernst. Das ist eine Idee, um zu beweisen, dass eure Liebe echt ist. Aber wenn er mich nicht interessant findet und mich nicht mag, wieso hat er mir dann einen seiner geheimen Zutaten verraten? Aber du verrätst ihr nicht, dass du eine zweite Zutat kennst, die du auf seine ganz allein entdeckt hast. Die Augen deines besten Freundes, deiner besten Freundin leuchten auf. Geht das, also das Spiel geht davon aus, dass wir kein definiertes Geschlecht haben, oder? Weil ich meine, so wie ich es bis jetzt geschrieben habe, gab es denn egal, welches Geschlecht der Protagonist hat. Eine geheime Zutat. Ja, das habe ich gerade gesagt. Gibt es hier ein dramatisches Echo? Wir haben überprüft, ob ihr alleine seid, bevor wir weitermachen. Will sie das jetzt verraten? Also diesen Sommer waren wir im Urlaub mit meiner Familie und ein sehr lieblicher Mann hat mich im Botanischen Garten angesprochen, während ich, wo ich unterwegs war. Das kann nicht gut sein. Er hat mir alles über seine Passion für Gewürze erzählt. Geheime Gewürze. Der Mann hat mir sogar noch ein paar gegeben, um mir zu zeigen, was er meinte. Er sagte, es war ein Pulver aus, sehr, sehr seltenen und getrockneten Blumenblüten. Und wenn ich ihnen einen großen Gefallen tun würde, da könnte ich ein paar für mich selbst haben. Bitte, Miriam, sag mir nicht, dass. Also habe ich meinen Koffer mit ihm gefüllt und sie nach Hause gebracht. Er war so nett, er hat mich sogar an.
Was? Habe ich sogar am Flughafen abgeholt, als ich angekommen bin. Ein Pet, als ich mit den neuen Gewürzen gekocht habe, hat etwas ein sehr komisches Gefühl mich übermannt. Und der Geschmack war etwas völlig anderes als alles, was ich je geschmeckt habe. Ich glaube, du bist hier gerade sehr liberal mit der Bedeutung von Gewürz. Oh. Ja, ich glaube auch. Jedenfalls haben wir beide ein Interesse an Kochen und wir sind in Kontakt geblieben, weißt schon, als Brieffreunde. Ich wette, du würde gerne mehr wissen über neue Gewürze. Ja. Ich habe gerade, also ich meine, ich glaube, es soll Weed sein, aber ich habe tatsächlich gerade überlegt, ob es gerade sogar Meth sein könnte. Aber es würde nicht mit Blüten keinen Sinn ergeben. Aber es wäre halt so, er war von wegen, er muss auch kochen. Und man sagt ja, bei Meth sagt man ja, man kocht es, aber bei Weed ja normalerweise nicht. So, okay, KFC Breaking Bad Crossover. Ich soll definitiv nicht können, Sanders geheimes Rezept teilen. Und ich kenne auch nur die eine Zutat. Also ich glaube, es könnte niemandem was nützen. Bitte, 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 bitte. Niemand muss wissen, dass es von dir oder von Colonel Sanders kommt. Oh nein. Ich habe nur die Wahl zu sagen oder ihn eine falsche Zutat zu nennen. Ich kann ihn nicht sagen, nein, sage ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich eine falsche Zutat nenne, passiert wieder irgendwas Schlimmes. Weil sie es dann ausprobieren wird. Und dann stirbt bestimmt wieder jemand. Wetten, sie vergiftet Pop? Wobei, Pop haben wir ja schon festgestellt, ist immun gegen Gift. Das funktioniert, das ist okay. Wir haben sie mit Pop verkuppelt. Ihm passiert nichts. Auge der... Was? Newt? Ist das nicht eine Echsenart? Oder, ja, Echsekröte in der Richtung? Ich habe gerade vergessen, was für ein Tier es war, genau war. Es klingt wie ein Hexentrank, aber was kann man sagen? Oh. 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 Es ist Colonel Sanders, der kommt auf einem Pferd zur Schule. Zu ihm hinrennen oder seine majestätische Glorie begutachten? Was machen wir, Chat? Beides klingt sehr verlockend. Ich glaube, wir müssen zu ihm rennen, oder? Vor allem, sonst macht nämlich uns gleich Miriam wahrscheinlich fertig, weil wir sie angelogen haben. Das ist die beste Art, um Miriam zu zeigen, wie ernst du und Colonel Sanders es meinen würde, wäre es, zu ihm zu laufen. Er wird dich sicher auf den Rücken seines Rosses heben und dann werdet ihr zusammen fortreiten. Oh nein, das wird so nicht laufen. Oh Gott. Aber deine plötzliche Bewegung überrascht das Pferd und es bäumt sich auf und tritt dir ins Gesicht. Oh nein, wir sind tot, oder? Die Kraft des Trittes lässt uns ohnmächtig werden. In Nukleid siehst du eine Vision. Der Geist des Schülers. Spinny, ich bin hier, um dir eine Nachricht zu bringen. Dies sind die Ketten, die ich im Leben schmiedete, Spinny. Du wirst von drei Geistern besucht werden. Der Geist des vergangenen KFC, der Geist des jetzigen KFC und der Geist des zukünftigen KFC. Es ist wichtig, dass du dir das hier merkst, genau wie ich es dir jetzt sage. Wenn du es vergisst, könnte die Welt enden. Also, es ist ernst. Ich wurde in einem fernen Reich eingeschlossen, aber eine große Prophezeiung
Wer ist hier auf meine Rückkehr? Nur du kannst mich retten. Ich bin zurück, was habe ich verpasst? Wir wurden von einem Pferd ausgenockt und haben deshalb jetzt eine Vision von unserem toten Mitschüler. Nur du kannst mich retten. Du musst nur meinen Namen dreimal wiederholen. Oh nein. Nein, nein, nein. Und dieser Name ist... Wir erfahren einfach nie seinen Namen. Ich würde schon sagen, machen wir jetzt hier einen auf Bloody Mary. Du bist plötzlich wach. Du wachst auf und siehst, dass Colonel Sanders sich um dich kümmert. Er hat sich mit einer Tasche voller geheimer Gewürze, die dir ins Leben geholt. Oder ist das einfach nur sein natürlicher Männergeruch? Oh, sollen wir es riskieren, ihn zu küssen? Oder sollen wir die Anfertigung seiner Hufe von seinem Pferd loben? Ich meine, er mag auch den Humor, oder? Oh, 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 ich bin nicht sicher, was wir nehmen sollen. Ich kann mich nicht entscheiden. Chat, ihr müsst mir helfen. Eins zu 0 für Kuss? Vertrau auf deinem Herzen, Spinny. Ich kann meinem Herzen gerade nicht vertrauen. Ich habe das Gefühl, beides könnte funktionieren. Aber ich glaube, wir dürfen es nur nicht... Du kennst ihn seit einem Tag, bist du sicher? Du bist wirklich... Du legst deinen Arm um Colonel Sanders Hals und ziehst ihn auf einen Kuss zu dir. Aber er dreht sein Gesicht und du küsst ganz komisch sein Ohr. Du kannst fühlen, wie er zittert. Es war zu früh. Du hast seine Freundlichkeit für Liebe gehalten. Deine Seele krabbelt nach innen und du stirbst sofort an Verlegenheit. Okay, wenigstens macht das Spiel hier direkt einen auf das müssen wir gar nicht weiterführen. Try again. Aber das wird lange Ladezeiten dafür, dass es nur ein Visual Novel ist. Boah, so viel Dialog. Ladezeiten für eine Stunde Gameplay. Vielleicht sollte er kein Pferd zur Schule reiten. Und vielleicht solltest du nicht auf Tiere zurennen, die du nicht kennst. Es ist schwer zu sagen, wer hier falsch lag. Oh ja, Colonel Sanders ist richtig dreamy. Das Pferd hat wunderbare Hufe. Ich konnte wirklich spüren, wie weich und widerstandsfähig sie waren, als sie sich in mein Gesicht gepresst haben. Oh, aber ich wollte schon sagen, also ich wusste, wie das Kompliment gefällt ihm. Niemand weiß noch gute Handwerkskunst zu schätzen. Doch, ich schon. Mit diesen Worten verschwindet Colonel Sanders in die Schule und lässt dich und Miriam zurück. Als sie in den Klassenraum kommen, sehen wir unsere zwei Rivalen, Ashley und Van Van, die etwas wirklich Schlimmes tun. So wie sie sich verstecken, muss es etwas wirklich Schlimmes sein. Sowas wie Rezepte fälschen schlimm. Oder mit verbotenen Zutaten experimentieren schlimm. Oder einen Dämonen beschwören schlimm. Das ist schnell eskaliert. Du versuchst einen Blick über Van Vans riesige Schultern zu erhaschen. Aber er sieht es kommen. Warum machst du nicht die Fliege und kümmerst dich um deinen eigenen Wachs, Schätzchen? Du hörst sogar wie wenn etwas wie eine Art etwas murmelt, was wie ein Zauberspruch klingt. Oder ein kontroverses Video machen.
damit hast du ja Erfahrung. Aber er merkt, wie du lauschst. Du versuchst, deine Spuren zu täuschen und eine Ausrede zu improvisieren. Es ist Unterrichtszeit und ihr lenkt uns ab von den Rest von uns ab, der gerne lernen möchte. Jetzt hast du dich mit ihnen angelegt. Oh. Und du bist der Kaiser des Kochens, ja? Du machst die Regeln. Du weißt, wie eine gute Mahlzeit aussieht, wenn sie dich essen würde. Wir haben gestern das Borg-Monster besiegt, ja? Der beste Koch der Welt erfordert mehr als nur kulinarische Skills. Man braucht Kreativität. Und, okay, das Wort habe ich schon mal gelesen, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Und es tut nicht wie ein bisschen Bösartigkeit zu nutzen. Was? Oh, dieser Lidschatten, ey. Das ist irgendwie... Ja. Du hast ständig einen Blick auf das, was sie vorhatten, und du erkennst es sofort. Es ist ein Buch, genau wie das, was du nach deiner Begegnung mit dem Spork-Monster gesehen hast. Das gleiche Buch, das ich gestern gefunden habe. Das Buch ist ein Familienerbstück und seine Inhalte sind geheim. Du merkst, dass sie nicht nur das Buch studiert haben, sie haben auch Farbe an die Wand genagelt und bewerfen ihn mit Kartoffelschalen, während er versucht, sie mit seinem Mund zu fangen. Sie mobben ihn voll, es geht gar nicht. Wir dürfen nicht mal eingreifen, das ist ja voll doof. Clank fährt über Banbans fleischigen Fuß. You rock, Clank. Pass auf, wie du mit ihm redest. Er hat nichts gemacht. Deine Mutter war ein Standmixer. Was? Das nimmst du zurück. Oh, Clank hat ihn geschockt. Beschütz mich, Colonel Sanders. Diese verrückten Männer fangen gleich an, sich zu prügeln. Ich glaube, es liegt an mir, aber ich bin keinen von ihnen interessiert. Ashley, halt die Fresse. Niemand interessiert sich für dich. Aber wirklich niemand. Ashley, es tut sich komplett in einer Sekunde sofort verändert. Sie klimpert mit den Augenbrauen in Richtung von Colonel Sanders. Er muss doch wissen, dass das eine List ist, nicht wahr? Oh, er hier teilt aber gerade aus. Spart es euch für die Arena oder auch nicht, ist mir doch egal. Ich habe hohe Karriereziele. Doch, Pablo, wenn du mir jetzt sagen willst, dass du sie interessant findest, dann müssen wir über deinen Frauengeschmack reden. Vielleicht wird sie die ganze Zeit falsch verstanden. Nein. Sie ändert ihren Namen in Ashley. Nein, einfach nein. Vielleicht kann ich dir mit deinem Geschäftsplan helfen. Dann sind wir im Moment erscheint Sprinkles, um zu signalisieren, dass der wahre Start der Klasse begonnen hat. Er hechelt, aber das scheint nicht abnormal zu sein. Er ist ein Professor, aber ist immerhin auch ein Hund. Entschuldige mich für meine späte Ankunft. Ich habe den Morgen dann verbracht, ein Auto durch die ganze Stadt zu jagen. Meine kleinen Beinchen sind sehr, sehr müde. Aber jetzt bin ich hier und ich hoffe, ihr seid bereit zu lernen. Kraul ihm seinen fälligen Hundebauch. Er liebt es. Er bleibt sofort stehen und schnuppert die Luft um sich herum. Etwas hat ihn in einer Trance. Was? Es ist der Geruch, den Colonel Sanders auf dir hinterlassen hat. Sprinkles springt dich an und leckt dir übers Gesicht. Was? Was? Warte, ist Colonel Sanders heimlich der Schulleiter? Und er ist einfach nur, der ist hier undercover? Wenn du die nice findest, müssen wir mit einem Massenbraungeschmack reden, wie ein Spinny versucht, mit einem Massentierhalter zusammenzukommen. Ja, dein Punkt ist... What?
Die globale Geschichte meines Lieblings Faul ist was für eine Tierart? Geflügels? Geflügel? Mein Lieblingsgeflügel? Das Huhn. Du willst dich auf den Unterricht konzentrieren. Das willst du wirklich. Und deshalb, im Jahr 1776, als die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde, waren es erst die Hühner, die ihre Namen... Und was? Aber du kannst nicht anders, als über Colonel Sanders zu Tag träumen und du verpasst den größten Teil des Unterrichts. Oh nein. Als du wieder zu dir kommst, hältst du mir jetzt eine große Tablette voller Essen vor dir. Nun, Spinny? Oh nein. Was wollen wir probieren? Ich meine, den Hundekeks will er wahrscheinlich selber haben. Das Ding ist wahrscheinlich scharf, aber wahrscheinlich das, was wir machen müssen, oder? Ich habe das Gefühl, wenn wir den Hundekeks nehmen, dann mag uns der Hund nicht mehr. Hydrieren, jawohl. Das können wir einrichten. Nimm Wasser. Können wir natürlich auch machen. Du nimmst dir das Wasserglas und trinkst es in einem Zug leer. Es ist kühl und ja. Crisp klingt erstmal nach knusprig, aber das ergibt ja für Wasser keinen Sinn. Prickelnd. Wie der reinste Schnee, der von einer Bergquelle geschmolzen. Was? Seit wann schmelzen Quellen denn Schnee? Hey, was da meint? Das war von meiner Lieblingstoilette. Das kostet $6. Was? Was? Und was? Und du hast exzellenten Geschmack. Ich sollte besser aufpassen. Wir machen alle Fehler. Er wird dir sicher verzeihen, nicht wahr? Zeit fürs Mittagessen. What? Ich würde es realistischer machen, deswegen habe ich Hydrieren gemacht. Man kann ja auch beides tun. Bevor sich irgendjemand entspannen kann, dimmen sich die Lichter in der Cafeteria. Und deine beiden Rivalen treten ein, um eine dramatische Ankündigung zu machen. Hast du gerade Wasser aus dem Klo getrunken? Anscheinend. Das heutige Mittagessen wird vorbereitet von... Nein, über... einen getimten Cook-Off. Oh, ja. Ihr macht hier aber richtig Drama. Wir müssen sie jetzt richtig demütigen. Bitte sag mir, dass Colonel Sanders mit dabei ist. Oh, er ist dabei. Oh nein, aber er guckt nur zu. Zumindest nicht, bis wir den Timer an... Oh. Timer ready. Aro? Oh je, das ist jetzt aber gerade richtig. Hat der uns gesagt, das war sein Lieblings-Toilettenwasser gewesen? Ja, und das kostet $6. Oh, jetzt geht's los. Es ist Zeit, Wasser für die Kartoffeln zu kochen. Der Gewinner darf mir den Bauch krauen. Lasst dieses motivierende Angebot euch motivieren. Was? Elf. Er hat gesagt, er hat 11 verschiedene Gewürze. Time to elevate your craft. Dankbarkeit. Also.
Wie war das mit dem Badewasser von... Was? Da stehe ich jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Deine Klassenkameraden halten zu dir, aber Ashley ist einfach stärker und schneller als du. Du musst wirklich dich ranhalten, wenn du überleben willst. Als du ein Kind warst, hat dein Vater dir gesagt, dass du niemals vergessen sollst, wo du herkommst. Jeden Tag meditierst du auf seinem Rad und ziehst Energie von diesem Ort. Was? Eine kleine Stadt, wo Träume geboren werden. Wir nehmen einfach die komplette Weisheit von Colonel Sanders. Schweigen ist das Geräusch des Erfolgs. Es gibt eine Person, die Belle Delphine heißt und sie kauft ihr Badewasser für 30 Euro oder so. Das erinnert mich gerade an dieser eine Sekte, deren Gründerin irgendwie Wasser in der Badewanne mit einem Paddel weiht. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Das hatten wir irgendwann mal im Religionsunterricht, aber es ist ewig hier. Du merkst, Colonel Sanders in deinem Augenwinkel. Ich glaube an dich, Spinny. Oh, wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Jetzt kannst du noch an ihn denken. Mit einem einzigen Dessert-Kochbuch. Welches nimmst du? Oh, wir können uns nicht mehr konzentrieren. Boah, wir sind gerade geskriptet, dass wir verlieren, oder? Es gibt einen einfachen Weg oder einen schweren Weg. Du kommst nicht weit, wenn du den einfachen Weg gehst. Ja, alles klar. Haben wir gerade die Hände in den Mixer gesteckt? Was? Der einfache Weg kann sehr viel schwieriger sein. Das ist aber gerade geskriptet, dass wir verlieren müssen, oder? Imagine, du musst vom Beruf baden gehen. Nein, es wäre nicht fair, die zwei zu vergleichen, wenn man Spinnys Verletzung bedenkt. Aber du solltest uns wohl sagen, was du vorhattest. Naja, weil ich die Süßeste bin, bin ich direkt zum Dessert übergegangen. Alles klar. Vor allem war dieser Streifen einfach. Sieht schön aus, aber kann man nicht essen. Oh, jetzt macht sie sich an Colonel Sanders ran, das geht gar nicht. Alles klar. Colonel Sanders scheint, interessiert, aber nicht beeindruckt zu sein, als er seinen Finger in die Schokoladensauce tippt. Simplizität ist nicht deine Stärke, nicht wahr, Ashley? Oh, er burnt sie jetzt. Lassen wir uns vom Hass durchströmen? Ich würde sagen, ja. Die Flammen sorgen dafür, dass unsere Augenbrauen Feuer fangen und zu Asche verbrennen. Und sie fallen von unserem Gesicht. Was bloß, dass die Leute es schwer haben werden, unsere Gefühle für den Rest des Semesters verstehen. Vielleicht für immer. Was? What? Hätten wir das überhaupt gewinnen können? Also ich habe das Gefühl, das war sehr geskriptet. Was meinst, glaubst du, machen die Leute eigentlich mit dem Badewasser? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will, was die Leute mit dem Badewasser machen.
Und ich denke da erstmal an die Kerzen von Gwyneth Paltrow. Es ist Colonel Sanders, er ist wahrscheinlich hier, um dir zu sagen, dass er und Ashley sich ineinander verliebt haben und sich entschieden haben zu heiraten. Und er wird dich nicht mehr fragen, das Catering bei deiner Hochzeit zu machen, weil du ein schrecklicher Koch bist und eine schreckliche Person. Genau das, was ihr gerade denkt, ja. Versuchst es vor ihm zu verbergen, aber er geht direkt auf dich zu. Ich weiß, dass es dir gerade wehtut. Nicht nur von der Niederlage gerade, aber auch von der Begegnung mit dem Mixer und dem kleinen Feuer. Wir sollten das sollte sich ein Arzt ansehen. Oh, jetzt machen wir gerade einen, aber jetzt stoßen ihn voll weg. Scheitern ist ein Teil des Lebens. Nicht nur für dich, aber für uns alle. Denkst du, ich habe noch nie etwas versagt? Oh, jetzt wird er wieder total wholesome. Das ist genau, was ich denke. Ja, da denk nochmal. Ich war nicht immer der Mann, den du vor dir siehst. In der kulinarischen Schule eingeschrieben. Super attraktiv, erfolgreich und motiviert. Also, attraktiv schon. So wurde ich geboren. Aber ich bin andere Pfade gelaufen und ich bin auch in Sackgassen gegangen. Was war ein Obstetrician? Das ist doch irgendeine Art Arzt, oder? Ich hatte was Gerechtigkeit angeht, aber ich habe auch als Anwalt versagt. Und ich hatte auch Passion, was Mastvieh angeht, aber ich habe selbst als Mule ist doch ein Packesel. Das war besonders erniedrigend. Packesel können so grausam sein. Ich habe meinen Geschäftspartner in einem Feuergefecht verloren. Und ich habe meine Unschuld verloren, als ich eine Waffe genommen und eine Kugel durch meinen Rivalen geschossen habe. Er hat überlebt. Zumindest für eine Weile. Was? Die Leute sehen meine Fliege. Achso, stimmt, das ist eine Fliege, keine Krawatte. Ich habe vorhin Krawatte gesagt. Und meinen wohlgepflegten Bart. Und denken, ich hätte alles im Griff. Was jetzt stimmt, aber so war es nicht immer. Klingt, als könnte dieser Typ wirklich eine Umarmung brauchen. Damals habe ich mir geschworen, dass ich etwas erreichen würde. Egal wie viel Arbeit und Zeit oder Geld ich investieren müsste, nichts davon würde mich daran hindern, das Beste zu geben, was ich zu geben hatte. Du kannst sehen, wie sich ein Feuer in ihm entzündet. Eine brennende Leidenschaft. Da muss ich daran erinnern, dass jedes Scheitern nicht Stolperstein, sondern, wie heißt es? Ein Sprungbrett zu etwas Größerem und Besserem sein kann. Mein neuer Traum ist rein, er ist ehrlich. Etwas, was ein bescheidener Mann in einem weißen Anzug voller Stolz verfolgen kann. Ich werde eine neue Kette aus Schülerrestaurants erschaffen, die Freude für die gesamte Welt bringen wird und für meine vergangenen Fehler aufkommen wird. Was? Das ist einfach wirklich so eine Origin-Story. Pop ist einfach da. Genau als der Moment intim wird, wirst du von einer bedrohlichen, schattenhaften Präsenz unterbrochen. Es ist das Spork-Monster. Aber wir haben es verschont, nur das mag uns jetzt, oder? Borko? Ich bin's. Ich hab gesagt, ich komme nicht zurück nach der ganzen Wir-kämpfen-bis-zum-Tod-Geschichte. Und vielleicht willst du mich wirklich nie wiedersehen, aber ich wollte nur sagen, dass es falsch war, dass ich dich angegriffen habe. Und ich entschuldige mich. Ich weiß, wie es ist, immer über die eigene Schulter schauen zu müssen. Monsterprobleme, nicht wahr? What? Ich bin froh, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Also es wäre ein bisschen schade gewesen, wenn wir ihn verschonen und dann nie wiedersehen. Das wäre ja... wäre sinnlos. Oh, keine Sorge, Borko. Keine,
Ja. Kein Groll. In der Nacht von einer großen Kreatur angegriffen zu werden, kann etwas wirklich in Rage bringen. Aber ich wollte mich dafür entschuldigen, wie ich es dann direkt in den Angriffsmodus gegangen bin. Hätte der Kampf nicht eskaliert, wenn wir erstmal verteidigt hätten? Ich war nicht immer ein Spork-Monster, weißt du? Ich war auch mal hier an dieser Was? Du warst mal ein Mensch? Nein, ich war ein Golden Retriever. Aber ich war immer noch ein Student. Bis eines Tages ein paar gemeine Kinder mit einem magischen Zauberbuch einen dunklen Zauber auf mich gewirkt haben und ich für immer verwandelt wurde. Warte, so ein Buch wie wir das hatten. Es scheint, als gäbe es ein paar schlechte Köche in der Küche des Lebens. Spinny, zusammen bin ich mir sicher, dass wir sie besiegen können. Xenox, willkommen zum Stream. Ja, das Spiel ist sehr lustig. Wir simpen hier gerade für Colonel Sanders. Also für Anime Colonel Sanders. Wir haben ein Versteck und wir können darüber reden. Sein Versteck. Oh ja. Oh, direkt mit der Hühnerstatue. Ich nehme an, das ist die Urne von seinem Urgroßvater. Scheinst du ein aufregendes Leben zu leben, Colonel Sanders? Jeder Tag kann ein Abenteuer sein, wenn du mit der richtigen Haltung beginnst. Was? Also wie gesagt, mit der Live-Übersetzung, das sollte ich nicht machen, wenn ich die Wahl habe. Aber bei diesem Spiel habe ich sie halt leider nicht. Vor langer Zeit habe ich die Entscheidung getroffen, niemals mit der Suche aufzuhören, niemals mit der Arbeit aufzuhören und niemals aufzuhören zu träumen. Hast du an neuen Rezepten in letzter Zeit gearbeitet? Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn es darum geht, mit anderen Köchen über Essen zu reden. Oh, müssen wir uns sagen wir es ihm? Komm, er hat mit uns auch eine seiner Zutaten geteilt. Ich präsentiere dir... Was ist Coleslaw? Also der Begriff sagt mir was, aber... Willst du eine News hören? Ich ahne, worum es geht. Weil heute ist nur eine große Sache passiert. Ja, die Queen. Ich weiß. Ich weiß. Ich möchte jetzt mal kurz wissen, Coleslaw, was ist das genau? Krautsalat. Okay. Verstehe. Ah, wir kriegen es sogar gezeigt. Es glitzert im Licht von Colonel Sanders luxuriösem Versteck. What? Und er ist richtig mega beeindruckt. Zusammen hauen wir rein, bis nur ein einziger Löffel voll in der Schüssel verbleibt. Hast du was dagegen, wenn ich den letzten Bissen behalte? Ich hätte es gerne hier, damit ich seinen Geschmack später bewundern und an diesen Moment zurückdenken kann. Oh, Colonel, du kriegst, was du willst. Das scheint sehr sentimental. Ja. Du erkennst, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre, um etwas zu stöbern. Tap an item to discover more about the Colonel. Ich glaube, die Urne ist ein bisschen sehr privat, oder? Das Huhn. Ein sehr realistisch aussehendes, ausgestopftes Huhn. Es ist ein echtes Huhn. Es muss sehr wichtig gewesen sein, als er gelebt hat. Der wahre Staatsvogel des großen Staats Kentucky. Okay, was haben wir hier? Ich habe jetzt einfach seinen Safe geöffnet. Das wollte ich vielleicht gar nicht. 11, 11, 11. Der Safe öffnet sich.
Kann ein Huhn im Sashimi-Stil zubereitet werden? Hier liegt die Asche meiner vergangenen Karrieren und Geschäftsfehlschläge. What? Okay, jetzt geht auch noch die Tür auf. Die Landschaft. Und dann kommt der Geist des Studenten schon wieder. Denkst du darüber nach, in die Welt hinauszugehen, um meinen Tod zu rächen? Nein, niemand mag dich. Ich habe nie deinen Namen gelernt. Wie sollte ich dich rächen? Ich könnte dir meinen Namen jetzt gerade sagen. Es ist... Siehst du nicht, dass ich mitten etwas drin bin? Du öffnest das Fenster ein Stück und der Geist des Studenten ist mit einem Windstoß nach draußen geschleudert. Die Tür... Was ist hier mit dem Foto? Nee, es ist ein Kamm. Eine Locke silbernen Haares ist durch die Zähne des Kamms gewoben. Als du genauer hinsiehst, erkennst du, dass das Haar nicht nur silber gefärbt ist, sondern tatsächlich aus gesponnenem Silber besteht. Oh. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir können nur ein paar Sachen uns angucken und dann kommt er zurück. Eine Duftkerze. Du hebst die Ohren und versuchst den Geruch zu identifizieren. Bad Power Tool? Was? Ich komme gerade nicht klar. Ein Stück Holz, das in einem See schwimmt? Sommer 69? Es ist eine von den geheimen Rezeptzutaten. Es ist weiß. Was? Wer rahmt ein Babyfoto von sich selbst ein? Versucht wirklich dieselbe Art Mensch, die ihr eigenes Gesicht als Logo der Firma, die sie gegründet, verwenden würde. Oh, einfach jetzt so voll Meta. Ich habe mich verdenkt, ich will ein Spiel entwickeln, wo man Colonel Sanders datet. Das ist offiziell von KFC. Du öffnest die Tür zu Colonel Sanders Kleiderschrank und findest eine Reihe von seinen weißen Anzügen darin. Du nimmst einen davon von dem Kleiderbügel und probierst ihn an. Das Jackett ist etwas groß für dich, aber es ist weich und gemütlich. Was? Du umarmst dich selbst und atmest den Geruch ein. Das heißt, dass das Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Ist es das, was sie meinen? Wahrscheinlich aus der japanischen KFC. Das kann sein. Bevor du dich noch weiter umsehen kannst, hörst du, wie Colonel Sanders zurückkehrt. Er hat ein neues Gericht, an dem er gearbeitet hat. Und er möchte, dass du es probierst. Du versuchst, dich ganz normal zu verhalten, bis er fragt, warum du sein Jackett trägst. Ich verleihe die normalerweise nicht, aber ich muss sagen, es steht dir gut. Oh. Du hast vergessen, es auszuziehen? Du sagst ihm, dass es dir kalt ist, dann macht er nur das Feuer an. Ihm die Wahrheit sagen? Also, das ist ja nicht ein bisschen vage, die Wahrheit, dass wir uns umgesehen haben? Oder die Wahrheit, dass wir Gefühle für ihn haben? Imagine Amazon bringt sowas raus, wo mein Chef jetzt so staten kann. Ja, ich würde das spielen. Und wenn es nur für die Memes ist. Obwohl, das gibt's bestimmt. Irgendwer hat das bestimmt schon gemacht. Ich meine, es gibt einen John Cena Dating Simulator, wo alle Charaktere John Cena sind. Kein großer Move. Das funktioniert nicht. Du sagst ihm, dass dir kalt ist. Kassian lächelt und nähert sich dem Kamin. Es ist warm am Feuer. Warum kommst du nicht ein bisschen näher?
Plötzlich fühlte sich alles so an, als würde es zu schnell gehen. Die Abschlussprüfung ist morgen. Du solltest darüber nachdenken, was du morgen kochst. Das ist einfach Tag 3. Nach 3 Tagen kommt einfach die Abschlussprüfung. Was soll das für eine Kochschule sein? What the fuck? Ich sollte jetzt zu Hause sein und lernen. Überwältigt legst du das Jackett ab und rennst zur Tür. Aber der Gedanke, den Kerl in so einer emotionalen Phase zurückzulassen, lässt dich stehen bleiben. Colonel? Ja, Spinny? Ich glaube, das ist der Beginn von etwas Wundervollem. Ich denke, du hast recht. Wir sollten die Dinge langsam gehen lassen. Was? Heutige Jugend. Die sind scheiße. Die machen Massentierhaltung. Oh, ein Anime-Game von denen. Wie cool. Ich glaube nicht, dass die heutige Jugend KFC nur deshalb scheiße findet, weil Massentierhaltung betrieben wird. Also, ich glaube, es gibt wenig an Fast Food und sonstigem, was keine Massentierhaltung betreibt. Ich finde Massentierhaltung unnötig, weil es ganz ehrlich so viel Fleisch, wie weggeschmissen wird, zeigt eigentlich, dass es zu günstig ist. Und wir sind in zu großem Überfluss. Und ich finde es nicht verwerflich, Fleisch zu essen, aber ich finde es verwerflich, ein Tier zu töten, wenn man es sich danach auch isst. Also, wenn man jetzt nicht gerade von, also im Sinne auch von Jagen oder halt zu Mastzucht und dann nicht essen. Weil ich finde, das ist Verschwendung von Leben. Also von Leben, nicht von Leben. Ich meine, klar, es gibt natürlich Fälle, wo man ein Tier tötet, da, wo ich nicht erwarten würde, dass man es isst. Aber das wäre jetzt eher im Sinne von Tier einschläfern oder Tier in Selbstverteidigung töten. Was normalerweise eigentlich ja nicht passieren sollte. Ich meine, KFC, da ist keiner in meiner Stadt. Okay. Die sind die nicht eigentlich auch ziemlich überall? Ich meine, ich weiß auch nur von einem hier in der Ecke. Wo ich tatsächlich auch noch nicht war. Ihr redet bis in die späte Nacht und driftet in einen sanften Schlummer. Oh je. Traumsequenz! Was? Du wachst zu einem wundervollen Morgen in Colonel Sanders Versteck. Hast du die richtige Entscheidung getroffen darüber, wie du auf Colonel Sanders reagierst? Nur die Zeit wird es wirklich sagen. Ich finde, sobald es Laborfleisch gibt, anderes Fleisch verboten werden sollte und das hat sehr viele Gründe. Ja, also ich glaube nicht immer, dass man es unbedingt verbieten muss. Ich glaube, es wird sich einfach langfristig dahin bewegen. Also ich finde es auf jeden Fall gut. Ich glaube, es wird allein schon viele geben. Vor allem, wenn du ich glaube, es wird viele Vorteile haben, wenn sich das durchsetzt. Ich meine, im Moment musst du dich ja eh entscheiden zwischen, willst du, dass das Fleisch halbwegs ökologisch sinnvoll produziert ist, weil dann musst du aus Massentierhaltung nehmen und mit richtig schrecklichen Bedingungen für die Tiere, oder willst du, dass die Tiere irgendwann auch mal die Sonne gesehen haben und halt nicht nur irgendwie auf minimalstem Raum die ganze Zeit gestanden haben oder gelegen haben und fett gefüttert wurden. Heute ist der Tag, der den Rest deines Lebens verändern könnte. Du denkst über die geheime Zutaten nach, die du gerade gelernt hast. In manchen Orten ist Weiß nicht einmal legal. Aber wenn das Rezept ein Geheimnis ist, wie werden sie es wissen? Viele Leute würden Naturfleisch verweigern, weil sie es unnatürlich finden. Dann sollten die Leute aber auch Autos verweigern, weil die unnatürlich sind. Die Gedanken werden unterbrochen, als Colonel Sanders in den Raum kommt. Er hält ein wundervoll angerichtetes Frühstück und dir läuft das Wasser im Mund zusammen, als du es siehst. Ein einfaches Frühstück, das ich gerade mal eben schnell gemacht habe. Wow. Du probierst Colonel Sanders Essen und es nimmt dich mit auf eine Reise. Hat KFC gerade verraten, dass sie illegale Zutaten verwenden? Das wäre lustig, ja. Als du zurückkehrst, wartet er auf dich mit einer wichtigen Frage. Würdest du sagen, dass wir das perfekte Paar sind? Meine Kochkünste und deine Geschmackskosten meine ich natürlich. Oh. Wir müssen. Senpai, du musst mich. Hat mich genotest, aber ich möchte, dass du auch mich noch mehr notest. Ich
glaube, wir könnten ein großes, tolles Team abgeben. Eine einzelne Träne sammelt sich in seinem Augenwinkel, als er zum Fenster raussieht. Oh. Bist du ein Kerl oder ein Girl? Was? Nanny? Also die Frage kannst du dir, glaube ich, selber beantworten. Im Game. Ach so, wird nicht ausgewählt. Der Plot ist, glaube ich, so geschrieben, dass es egal ist. Was ich aber auch so völlig in Ordnung finde. Das Geschlecht des Protagonisten spielt keine Rolle. Mit dem richtigen Geschäftspartner weiß ich, dass ich nicht scheitern kann. Geschäftspartner, könnte er dich meinen? Das geschieht alles so schnell. Überwältigt mit Gefühlen und mit Emotionen und verwirrt von deinen eigenen Gefühlen bist du am Rand der Tränen. Du kannst nicht sprechen und die einzige Antwort, die du finden kannst, ist zur Tür rauszurennen und nach Hause zu laufen. Es ist immer noch liegt immer noch ein Schultag vor dir. Die Koch-Universität wartet für niemanden. Er hat dich geschäftzoned. Du kommst nach Hause und für eine Überraschung. Dein bester Freund wartet dort auf dich. Wo warst du? Warum bist du in meiner Wohnung? Ich hatte eine großartige Nacht. Ich wollte so unbedingt mit dir reden, aber ich konnte dich nicht finden. Ich hatte Angst, dass dir etwas passiert ist. Oh. Es ist okay, ich war nur... Aber jetzt, wo ich weiß, dass es dir gut geht, kann ich dich endlich auf den neuesten Stand bringen, was die Saga von Miriam angeht. Du wirst nicht glauben, was mir nach der Schule gestern passiert ist. Ich bin auf ein Date gegangen. Sag mir bitte, dass sie auch was mit Clank anfängt, wenn man ihn als Partner genommen hätte. Aber ich bin froh, dass sie auch ein Happy End kriegt anscheinend. Seit ich mit Pop zusammengearbeitet habe, hat er mich gefragt, ob ich mit ihm ausgehen will. Natürlich habe ich ihm gesagt, was? Better harness of my... Was? Ich bin nicht die Art von Mädchen. Aber er wollte nur ein bisschen Zeit allein mit mir verbringen und mich kennenlernen. Also sagte ich, okay, klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich in sein Schaschhaus mitgenommen. Aber Sachen gerieten schnell aus der Kontrolle. Okay, das Spiel sagt auch, dass das kein Ding ist, was Leute sagen. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir stehen. Und ich bin auch auf am Date gewesen, zurück bei Colonel Sanders Haus, wo ich die Nacht bei ihm verbracht habe. Es ist nichts passiert, aber die emotionale Verbindung. Wow! Miriam sagt dir, dass du dich von dieser Colonel Sanders Besessenheit lösen musst und auch die Schule konzentrieren musst. Girl! Ich höre dir auch zu, wenn du mir vom Pop erzählst. Damit Colonel Sanders besessen zu sein, falsch ist, willst du nicht recht haben. Nach einer... Oh, wahrscheinlich, weil wir sie zu sehr vernachlässigt haben, oder? Hätten wir das Rezept verraten sollen? Nach einem kurzen Streit... einigt euch darauf, getrennte Wege zu gehen. Och Mann. Wir hatten hier aber auch gar keine Wahl jetzt. Als du in der Schule ankommst, begegnest du deinen Rivalen. Du kannst aus der Tatsache erkennen, dass sie sich mit Pop anlegen. Auch wenn er selber das anscheinend gerade nicht merkt. Weil er Pop ist und so. Was ist denn Swirly? Es klingt lecker. Oh je. Können wir bitte eingreifen? Warum legst du dich mit jemandem aus einer Eingröße an? Weil ich einfach der größte Typ an dieser Schule bin. Da hat er nicht ganz Unrecht. Unser Jojo-Verschnitt hier. Wurde jetzt die Freundschaft beendet? Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal die Chance haben, dass das am Ende... Also, wir müssen uns ja irgendwie jetzt... am Ende der Mitte praktisch ja irgendwie streiten. Das wäre ja sonst komisch. Aber vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn wir ihr verraten hätten oder bei ihr gesessen hätten am Anfang. Oder wenn wir ihr eine Zutat verraten hätten. Ich glaube nicht, dass ich das Spiel nochmal durchspielen werde, aber
Ich glaube, hier reicht mir tatsächlich ein Ende. Da ist das Pferd, das auf dem Colonel Sanders zur Schule gekommen ist. Aber wer würde es wagen, sich mit so einer freundlichen und wunderschönen Kreatur anzulegen? Ich? Du hast Nerven, Spinny, vorzuschlagen, dass ich mich mit einem wehrlosen Pferd anlege. Ja, deswegen legst du dich mit einem wehrlosen Pop an. Oh, wir ballen die Faust, aber die Verletzung von gestern macht uns. Es lässt uns mit Schmerzen. Ja, das bringt nichts. Sieht nicht aus, als könntest du so weiterkochen. Kannst du es genauso gut aufgeben? Okay, ja, letzter Schultag, weil die Schule ja nur 3 Tage braucht. Machst du dir keine Gedanken um meine Hände, Colonel? Gestern habe ich mir fast einen Nagel gebrochen, weil ich so hart gewonnen habe. Wirst du irgendwann Milk in seiner Berg of Milk in seiner Welt of Milk spielen? Vielleicht. Jetzt, wo Dark Souls erstmal durch ist, werde ich auf jeden Fall erstmal einen Slot frei haben, wo entweder Siedler oder sowas rein kann. Wie teuer war das Game? Das ist kostenlos tatsächlich. Deswegen wollte ich es jetzt auch extra mal von meiner Wunschliste runterholen. Ich habe über 100 Spiele da drauf und das hatte ich irgendwann auch mal drauf gesetzt. Technisch gesehen, glaube ich, wurde kein Gewinner entschieden, aber deine Präsentation war ziemlich beeindruckend. Warum macht er ihr Komplimente? Ah, was ist mit dem Geschmack meines delikaten, warmen, schleimigen Schokoladensoße? Es war offensichtlich, dass du sehr passioniert darüber bist, wie dein Essen wahrgenommen wird. Das sind viele Worte, um zu sagen, es war ziemlich langweilig. 3 Tage pro Schuljahr, damit könnte ich leben. Ja, und vor allem, wenn der Lehrer ein Hund ist. Entschuldige, Spinny, ich bin mehr als fähig, über mich selbst zu sprechen. Vielleicht könntest du mir mehr über deine Gedanken erzählen, während wir in die Klasse gehen, Colonel? Ich bin immer daran interessiert, die feine Kunst von feinem Essen zu besprechen. Oh je. Wir müssen immer noch Ashley irgendwie aus dem Bild kriegen. Ich dachte, sie mag uns nicht mehr. Warum redet sie jetzt auch wieder? Wer den Colonel klauen? Ja, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Aber ich glaube, da passiert auch nichts. Du öffnest eine Seite, die mit arkanen Warnungen bedeckt ist. Nur in extremen Notfällen wirken, sagt es am Rand der Seite. Ich könnte diesen Zauber hier nutzen. Der sagt, dass es jeden, den ich mir aussuche, von all meinen Erinnerungen löscht. Wenn ich Colonel Sanders lösche, würde es mir wahrscheinlich helfen, mich besser auf die Abschlussprüfung zu konzentrieren. What? Das ist viel zu drastisch. Könntest du nicht irgendwas tun, was nicht in dunkler Magie gewurzelt ist? Ja, sie hat zur Abwechslung sogar mal recht. Sag jetzt nicht, dass ich das machen muss. Nein, ich mach das nicht. Wir wurden gewarnt. Sprinkles ist bereits im Raum. Gib mir ein KFC-Bucket, wo der Inhalt aus Schweinefleisch ist. Oh. Ich wollte nur wissen, dass ihr alle wisst, dass eine Art Hundemoment auf mich zukommt, aber ich bin mir sicher, das ist nichts, wovon man Angst haben muss. Reach for some Oatmeal Milk, um einen Snack zu geben. Kann es sein, dass er sich gerade übergeben muss?
Fängt an, das Eichhörnchen anzubellen. Okay, wir hätten ihm das doch an. Terrence! Ich hab dir gesagt, du sollst nie wieder herkommen, Terrence! Ich werde dich vernichten, Terrence! Oh, er ist Anime. Ist das überhaupt ein entsprechendes Eichhörnchen? Wer hat ihn Terrence genannt? Oh, der Hund ist angepisst. Entschuldigt bitte den Outburst hier. Das bringt mich einfach zu einem weiteren Punkt. Danke, Sveni, dass du mich daran erinnerst, dieses wichtige Stück Weisheit zu vermitteln. Aber bevor es weitergeht, was? Miriams Love Drama. Ich hab dir gesagt, du solltest dir bis nach der Klasse aufsparen. Aber ich vermisse dich. Oh nein. Wir hatten ein Date. Und wie kannst du mich vermissen, wenn ich genau da bin? Manche Leute sind also so, die sehen jemanden, der ihnen optisch gefällt und wollen sich diese Person dann holen. Shrug. Oh, das müssen wir klären. Jedes Mal, wenn ich blitze, gehst du wieder weg. Das ist etwas wirklich Süßes. Mia, was ist passiert? Ich habe hier Ärger eingebracht und jetzt ist sie wütend auf mich. Sie wurde von Bobs Mutter angeschrien, weil sie, was? Weil sie schuld ist, dass er jetzt in kein Museum mehr gehen darf. Sind solche Beziehungssituationen, wie sie in diesem Spiel zeigen, eigentlich wirklich eine Sache? Nichts für eine laute öffentliche Trennung für den letzten Schultag. Ja, nach 3 Tagen. Das war ungünstig. Aber wir dürfen sich ablenken lassen. Oh, wir müssen sie jetzt erstmal hier wieder aufbauen. Okay. Okay, also irgendwie ignoriert jetzt das Spiel, dass wir uns vorhin voll mit ihr gestritten haben. Ich sollte mein Menü für heute nochmal überdenken. Ich glaube, ich mache eine ganz besondere Suppe. Während du Miriam wieder aufgebaut hast, hast du komplett das Mittagessen vergessen. Aber das ist okay, weil du eher eine bessere Vorstellung davon hast, wie du die Zeit vor der Prüfung verwenden kannst. Wir gehen einfach vorher schon in die Arena und üben ein bisschen. Oh, Sir Colonel. Oh. Und unser Gericht hat angefangen zu backen und der Geruch füllt den gesamten Raum um uns herum. Das ist zu schade. Ich hatte gehofft, du bist hier und kochst etwas Besonderes.
Das letzte Mal, so kann es sein, dass du deinen Kopf gelassen hast, hat es dich den Kochwettbewerb gekostet. Wir gestehen, also auf einmal sind wir hier voll auf Erfolg hier. Aber was ist denn mit der Liebe? Ja, er mag das. Ja, sehr gut. Nein, ich wusste es, meine Nase kann das über 400 Yards. Was? Wie viel waren 400 Yards nochmal ungefähr in Metern? Boah, einmal die Amerikaner mit ihrem Imperial System hier. Das ist eine sehr spezifische Distanz, aber du wirst nicht weniger vor einem so speziellen Mann erwarten. TLC. What? Es gibt keine Regeln. Koch mit allem, was du kriegen kannst. 356 Meter. Okay, das ist wirklich sehr... Ich finde es auch sehr genau. Mac und Cheese. Colonel Sanders scheint seine 11 Kräuter und Gewürze und versucht einen Weg zu finden, seine Perfektion noch zu verbessern. Oh, geht's jetzt voll in den Anime-Modus? Ja, es ist voll Anime-Modus! Oh je. Wann hat Klein gelernt, Englisch zu sprechen? Es ist die Singularität! Was? Okay, Clank ist schon mal weg. Oh, Ashley hat ihr Zauberbuch draußen. Willst du irgendwelche dunkle Magie verwenden? Das geht dir bestimmt schief. Wir machen uns auf die harte Tour. Colonel, es hat gesehen, dass du dich entschieden hast, auf deine eigene Weise zu gewinnen und zwinkert dir subtil zu. Oh. Ich glaube an dich, Spinny. Oh, Senpai glaubt an uns. Alles klar, wir müssen das hinkriegen. Oh, und Miriam glaubt auch noch an uns. Sehr gut. Sie ist schon fertig, also hilft sie uns jetzt. Oh, die Macht der Freundschaft. Die geheime Zutat. Und wo zur Hölle hat sie Auge von Newt herbekommen? Ich will es jetzt wissen. Molche, ja, okay. Der Knopf explodiert und schleudert Miriam nach hinten. Oh, oh, oh. Steve, das Spork-Monster, oh je. Du bist jetzt aber nicht hier, um gegen mich zu kämpfen, oder? Okay, das Spork-Monster hilft uns.
Du weißt nicht, ob du hier gewinnen könntest. Wir holen die zusätzliche Macht aus tief aus unserem Innern. Wir gehen doch jetzt nicht auf. Deine Haare werden Mekuchis orange. Okay, ja, wir werden jetzt zum Super Saiyajin. Mein Herz ist rein, meine Hände sind ruhig. Meine Geschmacksknospen haben sich ihr ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet. Okay, jetzt ist schon wieder der Geist da. Die Macht, die du versucht hattest zu beschwören, verschwindet direkt wieder. Du hast meinen inspirierenden Monolog unterbrochen. Du beginnst vom Boden zu schweben. Energie fließt durch deinen Körper. Du weißt, dass du mit dieser Macht alles tun kannst. Außer die Zeit zurückzunehmen, was sehr nützlich wäre. Weil während du dich aufgepowert hast, dein Chicken Pot Pie überkocht wurde und jetzt nicht mehr serviert werden kann. Colonel Sanders hilft mir auch. Oh je. Regeln zu folgen war noch nie so ein Ding. Ich folge meinem Herzen. Was für ein Typ. Oh, die perfekte Essensunion. Es geht los. Pop fliegt, er hängt an einem Besen. Und zwar an seiner Unterhose. Alles klar. Hatte Wan was damit zu tun? Oh, was für ein Arsch. Okay, gibt es eine Zeitlinie, wo Clank nicht ausgesteckt wird? Weil das konnten wir jetzt auch nicht verhindern. Oder dass Pop nicht weggemobbt wird? Ein langes Semester. 3 Tage. Ja, sie nehmen sogar selber dazu drauf. Aber nach Tagen harter Arbeit ist die Zeit gekommen, dass ich esse. Okay, es ging euch nur darum, dass er isst. Ach komm schon, ich bin keiner dieser Hunde, die nicht den Mund spüren. Ich habe sogar eine wirklich süße elektrische Zahnbürste für Hunde. Das glaube ich ihm sogar, denn er ist der Best Boy. Und was hat der Rivale? Hast du einen Seeigel mit den Stacheln eines anderen, andersfarbigen Seeigels gestochen? Irgendwas sagt mir, es wird heute kein S4 mehr geben. Nee, das wird auch ein bisschen eng. Aber das hat jetzt auch über... Ich hatte nämlich das nicht mal geguckt und es hieß eigentlich, das Spiel ist nur so 1,5 Stunden lang. Ich meine, gut, ich habe zwischendurch auch noch live übersetzt. Ich glaube, das hat es auch noch ein bisschen in die Länge gezogen, aber 2 Stunden wären, denke ich, eher realistisch gewesen. Ein bisschen viel, findest du nicht? Ja, er muss ja auch überkompensieren. Oh, er legt sich mit dem Hund an. Die ganzen Stacheln kommen in die Quere.
Disqualifiziert. Wer hätte gedacht, dass man, wenn man Essen in einer Schüssel aus Stacheln serviert, es schwer sein könnte, das zu essen? Ja, ich weiß, ich bin der Hund und ich trinke Milch. Kommt drüber hinweg. Ich überlege gerade. Also ich weiß, dass Katzen normale Milch nicht vertragen, aber wie ist es bei Hunden? Weil Hunde dürfen es wahrscheinlich auch nicht, aber machen es wahrscheinlich trotzdem, ne? Wahrscheinlich kriegen viele Hunde es und ohne, dass es den Leuten bewusst ist, dass es wahrscheinlich nicht gut ist. Ashley, oh, jetzt bin ich gespannt. Sie hat einfach türkisches Gebäck gemacht. Mal eben so nebenbei. Hunde fressen. Ja, also dass sie es mögen, ist eine Sache, aber vertragen sie Milch? Ich weiß, wie gesagt, Katzen vertragen keinen Milchzucker. Außer Haribosa. Ja, die, gut, die sind aber auch, ja, auch eher. Und Schokolade ist ganz schlimm, also vor allem dunkle. Je mehr Schokolade, mehr Kakaoanteil, desto schlimmer. Ist hochgiftig für Hunde. Und Ziegen. Es ist sehr wundervoll, aber ich würde dir bitten, dass sie es nicht essen oder versuchen, es zu probieren. Es ist sehr fragil und sollte nur zur Schau. Das ist halt das, woran sie scheitert. Nicht das Essen probieren an einer Kochschule? Ist das dein Ernst? Aber das ist wunderschön, aber es ist ein Kochwettbewerb an einer Kochschule. Wenn ich Sachen Essen bewerten wollen würde, würde ich zur Essschule gehen. Schule für die Hungrigen. Boah, Girl, du hast es auch nicht kapiert. Du könntest daran riechen, wenn du unbedingt musst, aber bitte nicht zu hart. Es könnte die Zuckerspirale zerbrechen. Wenn das Essen nicht gegessen werden kann, kann es nicht bewertet werden. Du bist disqualifiziert, Girl. Da hilft dir auch keine dunkle Magie mehr. Wenn diese Klasse noch kleiner wird, dann unterrichte ich mich selbst. Oh ja. Ein Hund hat mal eine ganze Schokoladentafel geklaut und gefressen. Er ist nicht dran gestorben. Hattet ihr Glück? Ich meine, es kommt auch mal drauf, wie gesagt, auch drauf an, wie schwer der Schokoladenanteil ist, aber wie gesagt, der Kakao selber ist halt giftig für Hunde. Ich weiß, dass ich auch, einer unserer Hunde hat auch wohl mal eine komplette Packung Rumkugeln mal gefressen, weil sie gefunden hatte. Das war aber am Ende auch alles gut. Du und Körn sind als die letzten Köche. Gut, also viel kann da nicht mehr schief gehen. Zwei Köche. Oh, wenn das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Irgendwo in diesem Raum spielt ein Trommelwirbel. In meinen 49 Hundejahren des Lebens habe ich noch nie etwas so Leckeres probieren dürfen. Es ist so lecker, dass alle die Klasse bestehen. Was? Du bestehst und du bestehst und du bestehst und du bestehst. Ist er jetzt Oprah oder was? Alle scheinen aus dieser Realität in eine andere Dimension zu transzendieren. Zusammen haben du und Köln als ein neues Menü für die Speisekarte geschaffen. Selbst Werndan und Ashley kommen zurück für seinen magnetischen Geruch. Okay, selbst die beiden. Also jetzt sind wir halt komplett die Mary Sue. Jetzt, wo das Schuljahr vorbei ist und alle ihren Abschluss haben, kommen die Schüler ein letztes Mal zusammen für eine letzte Aufgabe.
zu tanzen. Die Cafeteria wurde komplett neu dekoriert, um als den Ort für den Abschlusstanz der Schule zu dienen. Okay, er macht einen DJ. Oh, und die beiden sind jetzt auch, wechseln jetzt auch die Seiten. Und da ist wieder der tote Student. Keine Geister bei der Abschlussfeier. Es steht genau in den Schulregeln. Ich war eigentlich nie ein Geist. Es war alles ein Trick, damit ihr mich endlich bemerkt. Sorry, das hat leider nicht funktioniert. Das Spork-Monster. Party-Monster. Er nennt sich jetzt Party-Monster. Alles klar, dann wollen wir mal nicht Dead nehmen. Gibt es ein Ende, wo sie und Pop, wo das passt? Diskriminierung der Toten. Aber Monster sind erlaubt, alles klar. Ja, natürlich. Monster sind ja auch nicht tot. Ein roter Teppich wird ausgerollt. Es ist wie eine Hollywood-Premiere. Wer könnte Ich kann das echt mit nicht weit besetzen. Es ist Pop. Er ist zu spät da, aber anscheinend für einen guten Grund. Was? Er hat eine Krone? Ich weiß, dass du dich beim Abschlussprüfung da mitmachen konntest, dein Diplom bekommen konntest. Also haben wir es direkt die Krone direkt an deinen Vater geschickt. Warte, was? Dieses Spiel ist, wenn Napster Blue als einziger nicht zur Party da. Aber Napster Blue muss doch den DJ machen. Ja, der Dean, was ist das? Ach, der Dekan, okay. Jetzt verstehe ich. Hat er jetzt einfach sein Geld Was? Hat er jetzt seine Beziehung spielen lassen? Oh, es passt jetzt doch. Oh, oder auch nicht. Sie ist nicht interessiert. Oh nein. So viele 3-Tage-Universitäten, die sie noch machen muss. Och Mann. Was sagt er jetzt? Ich bin Clank, bin nicht von dieser Erde. Ich komme tatsächlich von einem weit entfernten Planeten in einer anderen Dimension. Das ist ein bisschen später Plot-Twist. Und Clank ist auch weg. Also ich habe das Gefühl, wenn wir ihn als Partner für sie ausgewählt hätten, wäre das ähnlich gelaufen. Und vielleicht hätte sie dann sogar Interesse gehabt und er hätte gehen müssen. Also sie kriegt wohl doch kein Happy End. Colonel. Oh je. Ich glaube, dieses Spiel soll einem sagen, dass man nur 3 Tage zur Schule gegangen sein muss, um da arbeiten zu dürfen. Und vor allem hat man in dieser Schule gefühlt nichts gelernt. Das Ende? Schon? Nein, es ist nicht das Ende. Ich wollte schon sagen. Wir müssen doch jetzt noch mit dem Colonel tanzen. Ich habe nur auf die richtige Person gefragt, die mich um einen Tanz bittet. Welche Qualitäten würdest du von jemandem erwarten in so einer
glücklichen Person. Oh. Oh. Wirst du mit mir tanzen? Jetzt hätten wir eigentlich noch abblitzen lassen können. Während du über den über die Tanzfläche gleitest, Hand in Hand mit Körnis und das. Siehst du die Zukunft klar vor dir? Und sobald mein 100. Franchise steht, werde ich bereit sein, einen Tag freizunehmen und ich werde ihn mit dir verbringen, Spinny. Oh, wie romantisch! Oh, das muss er selber machen. Ich darf ihm nicht helfen. Basierend auf deiner Zeit in der Schule, denkst du wirklich, das die Restaurants zu führen, ist der beste Weg nach vorne? Könnte es sein, du hast seine Liebe, aber nicht seinen Respekt als Koch? Kannst du nur mit der Hälfte von ihm leben? Würdest du es ertragen, ihn mit seiner anderen Liebe, sein Leben als Unternehmer teilen zu müssen? Oh je, war das jetzt schon das Happy End? Oder gibt's noch ein goldenes Ende? Das Intro ist fast noch das Beste am Spiel. Also ich hatte tatsächlich gehofft, dass ein bisschen mehr Anime-Sequenzen drin sind. Okay, also wir können jederzeit springen anscheinend, aber ich weiß nicht, welche Entscheidungen er dann als Kanon annimmt. Anyway, ich glaube, das reicht. Ich bin mal gespannt, was ich daraus machen kann. Es war auf jeden Fall tatsächlich lustiger, als ich gedacht habe, aber ich denke, wenn ich nochmal was Ähnliches mache, wie mit Hatoful Boyfriend oder so, dann muss ich das Spiel auf Deutsch stellen. Und dann kann ich mich vielleicht auch wirklich darauf konzentrieren, irgendwie was mit Stimmen zu machen, aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt, ob ich das tue, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das so gut kann. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Samstag wieder, wo es endlich mit Minecraft weitergeht. Ich hatte da endlich mal ein paar Ideen, wie wir weitermachen können. Weil ich zwar wusste, was ich tun will, aber nicht wo und wie ich es tun will. Jedenfalls, bis dahin.